Schönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Willkommen beim Plankenschnack. Zu Gast heute die drei Verdächtigen von letztes Mal. Die könnt ihr gerade noch nicht hören, aber jetzt sollten sie live dazugeschaltet sein. Heute ist der 20.09. Ist nicht ganz so wie geplant, weil wir 3 Wochen aussetzen mussten, da der nette Herr, der da schräg unter mir sitzt, nicht da war und der nicht da war und derjenige, warte, der hier, der Herr Garak, der war die ganze Zeit da, der hat nur auf uns gewartet. Bei wem ist denn gerade so windig? Gute Frage. Bist du Bei das mir? gerade, Garak? Startest du schon wieder Flugzeuge? User Du hast disconnected from schon wieder hotel. nicht das richtige Mikrofon an, junger Mann. Der Garak. Den ganzen Tag Soundtest gemacht und dann sowas, weißt du, live auf Sendung. Nee, das ist nicht an, junger Mann. Herr Garak. Nun gut, wir überbrücken die kleine technische Störung. Moin zum zweiten Plankenschnack heute. Wir haben uns Guten wieder ein paar Tag. Themen rausgesucht. Und wir sind erstmal noch in derselben Besetzung. Gäste werden demnächst folgen. Das ist definitiv in Aussicht und in Planung. Wir haben uns wieder so ein gewisses Grundgerüst gebaut, sozusagen für den Stream. Und wir werden heute grundsätzlich anreißen, die Thematiken, die Zuschauer aufbauen und verlieren, quasi die Ups und Downs, die man hat. Und generell werden wir mal ein, zwei Wörter über Hater verlieren, weil wir ja letztes Mal gar nicht fertig geworden sind mit dem, was wir eigentlich bequatscht haben. Bei Garak fliegen gerade Airbusse durchs Zimmer. Was ich vermute, Ich habe darf ich was echt. kurz sagen? Ich Ja. habe auch nämlich ein Echo. Ich kann mich selbst hören. Hast du vielleicht bei dir auf dem Mischpult uns noch irgendwie laut gedreht? Sind doch dein Teamspeaker? Ah ne, da sind wir ja nicht mit drin. Jetzt ist das Rauschen weg. Oh, das war ich. Kann man euch noch hören? Kann man mich hören? Ich weiß es nicht. Ja. 1, 2, 3, ja. Heidewitzka, Leute. Technische Störung auf meiner Seite. Ah, Regie, die ich. Regie. Regie, bitte. Oh, Mann. Ich habe doch gesagt, schmeiß den Toningenieur raus. Ja, ich habe auch keine Ahnung, warum wir den Kasper überhaupt eingestellt haben. Seht ihr mal, so geht's, wisst ihr? So kann es laufen beim Stream. Und dann macht man das einfach mal 8 Stunden und dann ist das gar nicht mehr so lustig. Rückblickend, Jungs, was habt ihr zu sagen zum letzten Mal, Slabby? Wie sieht's aus? Also, ich muss sagen, ich war noch eine Woche danach gehypt vom letzten Mal. Mir hat es echt jede Menge Spaß gemacht. Und ich bin froh, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ja, das Eingeladene. Eigentlich Ja. hast du dich ja angetackert Ich wollte sozusagen. gerade sagen, eigentlich, dass ich mich selbst wieder eingeladen habe. Das haut schon eher hin, ja. Garak, wie sieht's bei dir aus? Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Du bist, dreh mal ein bisschen leiser. Leiser, okay, Entschuldigung. Ja, Oh, besser, ja, ich bin ja, ein bisschen. sollte gehen. Ich bin ein bisschen weiter weggegangen, weil ich habe festgestellt, ich bin doch ziemlich groß und prominent im Bild. Hattest du vorhin. Ja, es war super. Also auch das Feedback in der vorletzten Woche, also nach der letzten Sendung, war echt enorm. Und das macht natürlich sehr viel Mut, weiterzumachen. Ne? Ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Die erste Sendung war ein guter Erfolg, würde ich sagen. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir das halten können und sogar noch besser werden können. Ja, auf jeden Fall haben wir diese Woche, was Professionalität angeht, nochmal einen oben drauf gelegt. Ja? Soundprobleme ohne Ende. Der Regiemann hat verkeckert sozusagen. Ja? Ja. Für mich Ja, wie ist ich es auf jeden sehe, Fall. ist die Planke auch weggekommen. Dafür haben wir jetzt Laminat verlegt. Ja, wir sind definitiv aufgestiegen, was die Holzwahl angeht. Ja? Also Wow. der Produzent quasi für das Layout hat nochmal in die Tasche gegriffen und hat da richtig Feinstoff geholt. Was ist das, Birke oder Eiche? Ich glaube, das ist so eine wilde Mischung aus Holz von der Bumsboje, irgendwas von deinem Schiff und bei Garak haben wir am Flugzeug was geklaut. Ach so, okay. Bei Garak war das Bindemittel dann quasi das Metall, weißt du? Ja, Ich richtig. denk mal so, eher in die Richtung war das, ja. Rückblickend auf die letzte Woche, also so grob die Thematiken waren sehr klasse, Leute. Eure Fragen waren recht schön und auch haben auch gut mit reingespielt. Wenn wir schon mal dabei sind, oder ihr könnt bei Twitter unter Hashtag Plankenschnack, also dieses Vierfachkreuz sozusagen,
bei Twitter, wenn ihr das nutzt, könnt ihr uns Fragen stellen, ja, die wir dann im Stream quasi mit aufgreifen werden und euch vielleicht irgendwie Hinweise geben können oder Ratschläge sozusagen, was das Stream oder die aktuelle Thematik angeht. Und fühlt euch frei, dort einfach mit uns quasi zu interagieren, weil wir haben, wir sehen halt auch nicht alles im Chat, wir können nicht alles lesen. Letzte Woche war es verdammt viel, also das war auch für meine zarten Augen schon ein bisschen überdrüssig, nicht überdrüssig, aber übermäßig, dass man das gar nicht lesen kann. Jungs, Ja. wie sieht's aus mit den Ups und Downs, Leute? Bei den Viewerzahlen. Steigen wir doch einfach mal gleich rein in die Frage. Und wie ist das bei euch? Ich glaube, Garak, du kannst da aus Erfahrung sprechen. Bei dir ist das ja Berg- und Talfahrt. Also die Schweizer Berge sind ja Flachland gegen deine Viewerzahlen. Ja, ist ganz komisch. Ich glaube, das ist normal und bei vielen, geht das mit dem Sound jetzt? Sag mal Bescheid, ne? Es ist bei vielen Streamern, glaube ich, so. Also ich kenne jedenfalls sehr viele, bei denen das ähnlich verläuft. Ich habe angefangen, ein ziemlich furioser Start mit 20 Zuschauern, was ich damals so genial fand. 20 Verrückte gucken zu, war Wahnsinn. Und gut, kannte ich alle. Insofern war das relativ leicht, diese zu generieren. Und ja, dann ging es los. Dann hatte ich ein Spiel gespielt, das kaum einer hatte. Und das war irgendwie gerade angesagt, das war gehypt. Und dann bin ich in so einen Hype reingeraten und hatte dann schlagartig 180 Viewer. Und das schon im ersten Monat. Und ja, das ist ganz gefährlich, wenn man. Wenn man sowas hat, weil man dann denkt, das ist ja super, die finden dich alle klasse, aber eigentlich finden die nur das Spiel gut. Und oder zumindest ein Großteil. Und die sind auch ganz schnell wieder weg. Also damit muss man umgehen können. Ist nicht ganz einfach. Dann ging es wieder runter auf so, naja, ein paar sind hängen geblieben, auf 40, 50 Zuschauer. Und das ist dann so 3, 4 Monate geblieben. Nach den 3, 4 Monaten, 5 Monate vielleicht, kurz vor Ostern diesen Jahres, hatte ich dann so natürlich, das ging so leicht hoch, so um die 80 Zuschauer im Schnitt. Und plötzlich zu Ostern, zu den Osterferien, ich weiß nicht warum, ich hatte da was anderes gestreamt wieder und wurde auf einer Webseite gehostet, was sehr, sehr gut ist, wenn man sich promotet oder promoten lässt. Das war in diesem Fall eine Webseite, die mit Flugsimulation zu tun hat und ich streame ja Flugsimulation häufig. Und so eine Portalseite und da war ich ein paar Mal auf der ersten Seite. Das hat mir irre viele Zuschauer gebracht. Vor allen Dingen neue Zuschauer, die gar kein Twitch kannten, die wussten gar nicht, dass es das gibt. Und so kam ich dann auf bis zu über 300 Zuschauern. Und oftmals aber so irgendwo zwischen 200 und 300. Da hatte sich das eingependelt. Das lief so 3 Monate und dann ging es Sommerferien. Ja, super Wetter, alle sind draußen am Strand und nur der arme Garak sitzt vor seiner Kiste und streamt, so wie ihr auch. Und ja, und dann bricht das zusammen plötzlich wieder. Und dann denkst du dir, naja, ist ja Wind, Sommer und so, ist in Ordnung. Ja, dann ist der Sommer zu Ende, so jetzt. Ja, und dann so, komisch, so richtig vorwärts geht das aber eigentlich nicht mehr. Das heißt, ich habe jetzt wieder so ein Plateau erwischt. Ich hänge jetzt sogar 150, 160 Zuschauern. Ich will mich ja nicht beschweren, überhaupt nicht, ist völlig in Ordnung. Aber damit muss man wirklich umgehen können. Das ist beim Stream völlig normal, dass das so eine Berg- und Talbahn ist. Der eine hat das so wie ich, wenn ich streame ja eigentlich nahezu immer das Gleiche. Also sehr, sehr oft Flugsimulation und andere Simulationen. Währenddessen Nils ja doch sehr viel unterschiedlichen Kram streamt. Er hat diese Kurven ja auch, das kannst du ja gleich mal erzählen, aber anders als ich halt, nicht? Weil ich innerhalb einer Gruppe bleibe. Und ich würde sagen, diese Berg- und Talbahn ist zwar. Letztendlich ist die Kurve von unten immer schräg nach oben gegangen, aber diese Einbrüche, die muss man erstmal verkraften. Also auch im Kopf, ja. Man muss sich sagen, das liegt nicht an dir, sondern das ist einfach so, wie es ist. Ne? Das Ja. ist. Oh, Oha. Sag mal, das Jungs, war laut. kommt mal bitte ins Teamspeak. Skype funktioniert heute nicht. Aber bleibt mal drin, dass ihr da drüben quatscht, weil das geht gar nicht hier. Wartet mal, Leute. Teamspeak, sagst du? Ja, yeah, kommt mal da rein, weil bei Garak sind Beigeräusche drin. Da rollen sich die Zehennägel hoch. Und außerdem ist es viel zu leise. Leute, kleinen Moment. Ich muss. Wir fixen das eben mal on the fly quasi und dann geht's los. Uno momento, par favores. Da muss ich mich hier jetzt aber auch Ja, yeah, muten. dann hau rein, mach da aus, das passt schon. Aber musst du nicht unbedingt, ich kann es auch ausmachen.
Ja, aber dann höre ich euch beide. Also. Ja, ja, die technischen Störungen, Leute, das ist sehr eigenartig manchmal. Wo ist denn denn der Chef von den Flugsimulanten? Rest in peace, Skype. Rest in peace. Letzte Woche hat es wunderbar funktioniert, diese Woche funktioniert es mal gar nicht. Nun gut, aber kurz mal dazu gesagt, ist er schon da, denn der Herr da oben? Ich, ist er. Okay. Ich bin da. Okay, nice. To your channel. Bist du auch da? Herr Garak, sind Sie anwesend? Ich muss ein anderes Mikrofon benutzen. Oh, jetzt höre ich mich doppelt, das ist blöd. Ja, dann musst du Skype muten bei dir. Einfach. Habe ich schon. Nicht nur das, das die Kopfhörer, sondern dann auch den. Nee, die Kopfhörer meine ich, nicht nur das Mikro. Wo sind denn die? Kannst du unten in der Soundleiste machen. Ja, Lautstärke-Mixer. Joop. Ja, okay. Noob. Noob. So, jetzt habe ich's. Oh, das klingt Regie. Ja wunderbar. Verzeihung, Leute, für die technische Störung. Wie gesagt, letzte Woche hat es wunderbar funktioniert. Vorhin, als wir es ausprobiert haben, ging es auch jetzt irgendwie nicht. Ich glaube, es leckt jetzt nicht irgendwie, dass Bild und Ton asynchron sind. Nö, oder so. Haut wunderbar hin bei mir. Okay. Geht alles Knorke. Über welches Mikrofon gehe ich denn jetzt? Ich gehe jetzt über das Headset. Okay, alles klar. Das sollte ja auch funktionieren. Klingt's gut? Ja, ja. Okay. So, einmal mit Profis, da sagt ihr was. Das gehört auch zum Stream dazu. Gerade heute wieder erlebt bei mir, den Rechner angemacht und auf einmal war alles anders, ja. Auf einmal war alles anders. Kamera sah anders aus, Ton war alles anders. Aber jetzt funktioniert's. Um auf die Thematik zurückzukommen, die gerade angesprochen hat mit den Berg- und Talfahrten. Also da kann ich euch Lieder von singen. Und konnte man das verstehen dann? Oder war das gar nicht verständlich? Doch, okay. Das hat man alles verstanden. Es war nur ein bisschen leise. Sound sollte jetzt laut genug sein, Leute. Also keine Sorge. Was ich dazu noch sagen wollte, was bei mir immer so ein Problem ist, ich hatte auch lange Zeit mal echte Probleme damit. Wie soll ich euch das erklären? Also irgendwann, wenn man das lange macht und viel macht, brennt sich das irgendwann in deinen Körper ein. Und du fängst dann an, selber auch an dir zu zweifeln. Und du rutschst dann irgendwie ab und deine Qualität wird dann auch so ein bisschen schlechter, weil man nimmt sich das halt auch irgendwo zu Herzen, obwohl man das eigentlich gar nicht machen sollte. Es gibt so viele Faktoren, die bei Berg- und Talfahrten mit reinspielen. Es ist Sommer, es sind große Events, irgendwelche anderen Streamer streamen, das Spiel ist nicht aktuell, man spielt immer alles durcheinander. Also da ist schon, es ist nicht einfach eine konstante Zahl zu erreichen. Man hat zwar immer so seinen Stamm, von dem man ausgehen kann. Also ich denke mal, das werden die anderen beiden natürlich auch bestätigen. Aber es gibt halt, wir nennen es einfach mal Laufkundschaft. Sehr viel Laufkundschaft. Und man kann die Leute einfach nicht an sich binden. Weil, wenn ihr euch das mal überlegt, wenn man selber jeden Tag irgendwie, wie bei mir zum Beispiel, 8 Stunden streamt, dann hat man halt mal so einen Tag, wo man sich sagt, okay, heute lehne ich mich zurück und ich zocke einfach mal ein bisschen, weiß ich, Batman ganz gemütlich und lassen das einfach laufen. Und andere sind halt, ja, wie soll ich sagen, andere streamen halt ein- oder zweimal die Woche, für die ist das uninteressant. Wenn man das Ganze, sag ich mal, beruflich macht, spielen da viele Faktoren halt mit rein. Man muss natürlich, kann man nicht abstreiten, gucken, dass die Penunse stimmt, damit man Geld nach Hause bringt, davon lebt. Und man hat halt immer so seine Bedenken, wenn man noch selbstständig ist, ja. Weil es ist nicht so wie beim Chef, dass du sagst, okay, heute habe ich mal einen Scheißtag, ich setze mich in der Ecke und trinke Kaffee und dann war es das so. Das kannst du halt nicht machen. Du musst halt immer on point sein und wenn das manchmal nicht passiert, gehen ganz viele Leute weg, weil sie das A nicht nachvollziehen können oder B nicht gucken wollen, was ich auch verstehen kann. Und so kommen halt Berg- und Talfahrten einfach mal zusammen, dass man den einen Tag 600, 700, 800 Leute da hat und dann auf einmal sind nur noch 150 da, weil das Spiel oder was auch immer gerade damit reinspielt an Faktoren, ja. Und wie ist denn das eigentlich bei dir, Slappy? Du hast ja, bei dir ist das ja schon eher noch speziell, weil du ja zwischendurch nochmal eine Pause machst, weil du gehst dann halt arbeiten, ein paar Groschen verdienen fürs Sparschweinchen. Wie ist das bei dir? Also so, wie empfindest du das eigentlich? Ja, bei mir ist das halt noch viel schlimmer, weil ich habe nicht nur Zuschauer, die keinen Bock haben manchmal, ich habe auch noch einen Streamer, der keinen Bock hat manchmal.
Nee, Spaß. Bei mir liegt es ja weniger an der Lust. Oder ja gut, manchmal ist es halt auch so, dass ich dann keine Lust habe. Das ist ja der Vorteil, wenn man das so hobbymäßig macht. Dann kann man auch mal sagen, wisst ihr was, Leute, ich zock jetzt mal eine Woche Witcher, das schon seit einem halben Jahr bei mir auf dem Tisch liegt und gibt halt keinen Stream. Und nächste Woche dann wieder und das genieße ich auch. Und dadurch, dann ist es halt wieder härter, auf jeden Fall reinzukommen. Ne? Das vergessen halt viele, dass es halt auch irgendwo eine Gewohnheit wird dann nach einer Weile. Und wenn man dann wieder einmal raus ist aus dieser Gewohnheit, wie jetzt zum Beispiel ich im Sommer halt durchs Arbeiten, dann ist es halt auch wirklich wieder richtig, richtig schwer reinzukommen, weil es dann halt auch zum Beispiel, ne, wenn man anfängt mit dem Stream, dann hat das noch diesen Reiz des Neuen und des Unbekannten und dann will man das auf jeden Fall ausprobieren und man steckt so viel Arbeit wie möglich rein. Und wenn man das mal ein Jahr gemacht hat oder so, dann ist das halt irgendwann trotzdem Alltag geworden. Ne? Es macht zwar immer noch Spaß, keine Frage, aber man muss sich halt trotzdem irgendwie wieder auf eine andere Art und Weise ermutigen und nicht halt dadurch, dass es halt was Neues, was Frisches ist und nichts ne, wie Arbeit halt. Und wenn man dann halt mal so rauskommt, dann ist es halt schwer, wieder rauszukommen, reinzukommen. Und deswegen, bei mir ist es ja auch so, deswegen streame ich ja auch jetzt von im Vergleich zu euch beiden halt für, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich hätte, wenn ich jetzt heute oder morgen anfangen würde wieder mit Stream, aber so 30, 20 Leute vielleicht. Deswegen, bei mir sind die Ups und Downs natürlich noch wesentlich kleiner. Also die Unterschiede sind nicht so groß. Ich habe halt wieder den Vorteil, dass dadurch, dass ich so klein bin, dann wiederum euch beide, ach, euch Leute habe, die groß sind, zum Beispiel, die mich dann netterweise auch manchmal, zumindest früher halt gehostet haben und dadurch halt wiederum, dadurch noch viel extremere Ups und Downs dann halt ja, bei mir reinkommen. Ne? Also das ist halt auch wieder so eine Sache und ich finde das auch wichtig, dass man halt über Hostings vielleicht mal da kurz redet, weil Hostings können einem auch zwar einen netten Hype reinbringen, aber wie ich jetzt zum Beispiel bei einer netten Streamerin von nebenan halt zum Beispiel manchmal sehe, wenn die halt von jemanden gehostet wird, der halt eigentlich gar nicht so in dem gleichen Bereich streamt wie sie. Ich will jetzt hier keine Namen nennen. Wir wollen ja jetzt nicht hier über andere Leute reden, aber das habe ich zum Beispiel letztens gesehen bei jemandem, der wurde einfach von jemandem gehostet, der halt eigentlich gar nicht in dieses Schema passt und plötzlich war der Chat voll von Leuten, die Mist erzählt haben. Und da ist dann halt schon klar geworden, so da wird es ein bisschen schwierig jetzt darauf zu reagieren und deswegen nicht jedes Up ist dann tatsächlich auch ein Up, ne? Also manchmal kann ein Up auch sehr schnell zu einem Down werden, wenn man halt plötzlich merkt, okay, ich komme mit so vielen Leuten eigentlich gar nicht klar. Ja. Von daher, man muss halt mit, wenn man anfängt mit dem Stream, muss man mit sehr, sehr viel rechnen und man kann gar nicht mit allem rechnen, was auf einen wartet da. Aber am Ende des Tages, glaube ich, kann man dann doch schon sagen, es macht echt Spaß und gerade dieses, auch wenn man nicht unbedingt immer mit dem Chat klarkommt, wenn er halt plötzlich voll ist, und das hatte ich auch bei mir häufig genug, dass dann plötzlich ganz, ganz viele Leute von irgendjemandem kommen und dann der ein oder andere dabei ist, der sich halt nicht benehmen kann, dass dann, dass man dann so schon ein bisschen die Kontrolle darüber verliert und ich bin eigentlich jemand, der dann schon rigoros halt Leute bannt, aber irgendwann reicht halt das selbst nicht. Von daher, aber es macht Spaß. Also, und es bleibt trotzdem aufregend und von daher glaube ich, das ist schon Grund genug, am Ball zu bleiben da auf jeden Fall. Ja. Wo du gerade aufregend sagst, ist es, ich meine, ja, ihr seid ja schon ein bisschen, ich meine, du weniger Slappy, aber Gaga ist ja auch schon ein bisschen dabei. Ist es für euch heute immer noch so aufregend wie früher? Also, wenn ihr anmacht, dass ihr vorher so, oh yeah, heute, yeah, richtig gut, jetzt geht's wieder los und auf geht's, ab geht's. Oder wie ist das, wie fühlt ihr euch heute, bevor ihr streamt? Garak? Das ist ganz unterschiedlich. Also, ganz zu Anfang war das total spannend und oh, mal gucken, wie viele Zuschauer da sind und so, was heute wieder so abgeht und da war es auch nicht so komplex, da habe ich halt irgendwas vor mich hingespielt, gar kein Ziel, einfach nur mal so und die Leute, die ich als Viewer hatte, die kannte ich ja in der Regel und da war das doch etwas anderes. Dann, als es dann mehr wurde, die Zuschauerzahlen gestiegen sind und ich habe ja in den ersten 3-4 Monaten täglich gestreamt und
was im Übrigen sehr anstrengend ist, obwohl ich es nicht so empfunden habe. Heute könnte ich das, glaube ich, gar nicht. Aber damals oder letztes Jahr halt war das so, der tägliche Stream. Da war das schon manchmal so, dass ich sagen muss, ja, boah, ich habe aber heute echt den Hammer Bock jetzt und habe mir hier meine Mucke, ja, also voll laut gedreht und fand das irgendwie, weiß ich nicht, habe mich vor meinen PC gesetzt und mein Intro lief, das Intro ist episch, ja. Das kommt dann so richtig, da gehen dann so die Haare auf der Haut hoch und so, ah, geil, heute geht das ab. Und das habe ich heute nicht mehr so oft, muss ich sagen. Man ist da auch ein bisschen, also ich zumindest, mir geht das so, es ist sehr viel Routine da drin. Ich musste früher immer den Stream vorbereiten und gucken. Ich hatte immer Probleme mit dem Sound, obwohl es ja heute nicht war. Und aber sonst bin ich das immer. Also insofern war ja die Idee schon richtig. Aber das ist eigentlich alles vorbei und das läuft jetzt alles. Ich weiß, was ich tun muss. Ich bin um 10 Minuten vor oder um 15 vor, fange ich immer an, lass meine Musik spielen. Das ist nicht mehr dasselbe. Das ist, ich sag mal, da ist ein bisschen Professionalität mit drin und trotzdem. Und also es geht mir sogar so weit, wie zum Beispiel am letzten Stream, am letzten Freitag, habe ich echt überlegt, da war ich noch im Teamspeak vorher mit meinen Viewern hab noch gesagt, oh, ich habe heute eigentlich gar keine Lust. Und egal. Und auch ein wichtiger Aspekt finde ich, diese Fabuline hat das zum Beispiel gefragt im Twitter. Das kommt jetzt genau passend eigentlich. Diese Regelmäßigkeit ist wichtig. Und deswegen habe ich gesagt, komm, heute ist Freitag. Freitag ist Stream, also streame ich. So, und das ist so bei mir zwischen Hobby Slapstick, ja, also wo es dann total Hobby ist, und zwischen Nils, der davon lebt, ja. Ich hänge so dazwischen. Und trotzdem möchte ich dann halt zumindest meine Tage dann auch einhalten, an denen ich normalerweise streame, Montag, Mittwoch, Freitag. So, und da ist es dann so, dass der Stream mich quasi wieder hochzieht. Das heißt, ich habe gar keinen so richtigen Lust, schalte aber ein und 5 Minuten, also meistens schon beim Intro, ja, bin ich wieder voll dabei und habe da voll Bock drauf und dann kommen so die ersten Leute in Chat rein und das ist einfach geil, wenn man eine coole Community hat und die habe ich und und insofern macht es dann schon Spaß. Es ist aber ein Unterschied zu früher, würde ich sagen. Das ist ja quasi wie eine Party, ne? Die Partys, auf die du am wenigsten Bock hast, die werden meistens am besten. Genau. Ja. Und das ist das Schöne als Streamer, da kann man jeden Tag Party feiern. Das kann man machen, Möglicherweise ist das so, ja. Würde ich schon so sagen, wenn die Community mitspielt und da bin ich vollkommen glücklich mit, dann macht das auch tierisch Spaß. Da setzt du dich hin und sagst, oh, eigentlich nicht so und 10 Minuten später bist du dann die Rakete und geht ab, ne? Weil du da einfach Bock drauf hast, ne? Und dann vibriert alles und dann ist es wieder fast wie zu Anfang. Also ist schon richtig. Nur das ist nicht mehr so, ich bin nicht mehr so aufgeregt, also ganz so einfach war das ja fast wie im Fernsehen, Lampenfieber. Also Lampenfieber ist vielleicht zu viel gesagt, aber man ist ja doch sehr aufgeregt, wie kommt das an und so. Da mache ich mir heute keine Gedanken drüber, weil ich das eh nicht beeinflussen kann. Der eine mag einen, der andere nicht. Und insofern lasse ich das immer auf mich zukommen. Ja, also zu mir selber, ich bin nach 2 Jahren immer noch aufgeregt. Also nicht aufgeregt, aber ich stehe auf, mache mir meinen Cappuccino, gehe duschen und sage mir jetzt, heute geht's los, richtig gut. Ich habe zwar immer so, wie soll ich sagen, ich habe manchmal so die rote Woche, wenn ich das mal so einwerfen darf, wo ich dann einfach sage, weißt du, Dizzy, wir machen jetzt einfach mal 7 Tage ganz entspannt. Ganz ruhig so, kein Higgi-Haggi hier zwischendurch mal einen Spruch rausgehauen. Aber bei mir ist es wirklich so, ich freue mich jeden Tag drauf zu streamen. Ich war ja jetzt eine Woche im Urlaub und das hat dann schon gefehlt. Also das ist bei mir ist das so schon Tagesroutine. Für mich gehört das dazu, 6 Tage die Woche das zu machen. Ich würde es auch Montag machen, wenn ich nicht Sachen hätte, die ich im realen Leben erledigen müsste. Aber ja, bei mir... Ich freue mich immer noch tierisch drauf. Also jedes Mal, jeden Tag freue ich mich drauf, morgens und abends. Also manchmal will ich auch gar nicht in der Pause aufhören, weil es einfach so viel Spaß macht, mit den Leuten irgendwie zu quatschen und zu zocken, den Blödsinn zu machen oder aus Versehen mal 17 Stunden streamen. Das passiert ja auch ab und zu mal. Das ist gut. Und so sollte das eigentlich auch sein, wenn man streamt, dass man Feuer und Leidenschaft dafür ist. Und
Ich würde sagen, das ist auch, es ist sehr wichtig, um auf Fabulines Twitter-Frage zu antworten oder da nochmal reinzugreifen. Es ist sehr wichtig, Leute, dass ihr feste Zeiten habt. Und das ist, würde ich sogar sagen, das Wichtigste, was ihr beim Stream haben müsst, feste Zeiten, weil Leute sich an euch gewöhnen. Leute, das ist wie für andere Leute Arbeitsalltag. Ihr steht auf. Ihr macht euren Kaffee, ihr geht duschen und dann fahrt ihr zur Arbeit, dann kommt ihr nach Hause. So ist das beim Stream auch. Die Leute, sie wollen halt bei dir sein oder sie sind halt bei dir. Und das ist bei manchen Tagesablauf. Und wenn die Leute wissen, okay, Slabby ist um 11 Uhr da, dann ist Slabby um 11 Uhr da. Und das müsst ihr auch ausnahmslos. Es funktioniert nicht ohne, muss das so sein. Also ich Wenn ihr sag mal, Zuschauer haben möchtet. Wenn ihr Zuschauer haben möchtet, ja. Ja. Wenn es euch egal ist, wenn ihr einfach nur streamen wollt, Dann ist es dann egal, streamt, wann ihr wollt. Aber wenn ihr auch wirklich eine Community aufbauen möchtet und es ist halt wichtig für die Zuschauer, dass ihr feste Streaming-Zeiten habt. ja. Weil es gibt halt keine Fernsehzeitung, keine Twitch-TV-Zeitung, in die Leute reingucken und sehen, ah, um 14 Uhr fängt der und der wieder an, sondern die Leute gewöhnen sich irgendwann nach einer Weile daran, wann ihr streamt und je regelmäßiger ihr dann um die gleiche Uhrzeit streamt, umso mehr Zuschauer werdet ihr dann mehr oder weniger halt auch aufbauen, ne? So Definitiv, größer ja. wird die Community werden. Sucht euch deshalb, also was ich euch sagen kann, ich persönlich, der sich sehr viel mit Twitch beschäftigt, sucht euch eine Nische, wo ihr reinpasst, ja. Ich habe natürlich mit meinem, ich nenne es mal außerhalb von den Piraten, meinen engsten Kollegen, habe ich das, habe ich schon seit Jahren dieselbe Zeit. Ja? Das tut mir, wenn wir die Fakten einfach auf den Tisch legen, tut es mir absolut nicht gut. Und er ist halt so groß, dass ihn das halt einfach nicht interessiert. Ich weiß aber genau, wann er ausmacht. Also ich merke, wann er das ausmacht, weil wir uns da so einen gewissen Pool irgendwo teilen. Und guckt einfach mal so ein bisschen in eurem Bereich rum, wenn, weiß ich, nehmen wir jetzt einfach mal DayZ, weil DayZ ist das einsteigerfreundlichste Spiel. Ist nicht überlaufen und die Deutschen fressen euch da aus den Händen. Wenn da jetzt, sage ich mal, der Größte um 15 Uhr streamt bis 18 Uhr, dann wäre am besten halt, wenn ihr nach 18 Uhr anfangt, ja. Wenn man irgendwann groß genug ist, kann man das natürlich wieder wechseln. Aber das ist halt wichtig für den Anfang, wenn ihr Viewer, sage ich mal, bekommen wollt oder eure Community aufbaut, aus welchen Gründen auch immer. Wenn euch das einfach Wumpe ist, dann macht einfach an, irgendwann, wann ihr Bock dazu habt. Aber ich sag's euch gleich, im Endeffekt läuft sowieso meistens darauf hinaus, also ich sag mal bei mehr als der Hälfte der Leuten, dass sie halt einfach dann enttäuscht sind, weil irgendwie keiner zuguckt. Und diesen inneren Drang oder Trieb, den konnte bis jetzt noch keiner verheimlichen. Irgendwie. Also selbst bei mir ist es manchmal so, also ich gucke mir die Zeiten oder gucke mir nicht an, wer wie viel da ist, sondern erst immer nach dem Stream. Zwischendurch gucke ich auch mal, wenn ein bisschen weniger los ist im Chat. Aber den Drang oder den Trieb haben sehr viele Leute. Also, dass sie generieren müssen, sie brauchen Viewer und das ist halt, wenn man kein Konzept hat und sich das nicht durchdacht hat, wird das sowieso nichts. Und dazu gehören auch die Streaming-Zeiten. Das war sehr ausgeholt geantwortet. Kann man ja nicht abstreiten. Ne? Jeder möchte ja auch Erfolg haben mit dem, was er macht. Und in dem Moment, wo ich anfange zu streamen, streame ich ja nicht für mich, sondern ich streame, damit mir Leute dabei zugucken. Oder ich möchte, dass mir Leute dabei zugucken, weil ich irgendeinen Grund dafür habe, zu streamen. Der Bumsi zum Beispiel, der schreibt gerade, man sollte auch ein guter Spieler sein. Ich finde, das passt gerade ganz gut. Deswegen greife ich das mal kurz auf. Ich habe eine schöne Abhandlung darüber, nicht geschrieben, aber im Kopf. Was für Motivation Leute haben, um auf Twitch zu gucken. Es gibt verschiedene. Zum ersten wären da diese typischen Sportgucker. Ja, also aus dem Grund, aus dem ich jetzt zum Beispiel jetzt so ein Borussia Dortmund-Spiel heute geguckt habe oder halt ein Deutschland-Turnier gucke, also so eine WM oder EM oder sowas. Ich gucke, um guten Spielern zuzugucken, so den besten Spielern, die es gibt. Deswegen, ich glaube, das sind auch die meisten Zuschauer auf Twitch tatsächlich. Also das sind dann so Streamer, die diese typischen MOBAs spielen, also League of Legends, Dota und wie sie sonst noch alle heißen, Counter-Strike und sowas. Die Le wollen einfach Leuten zugucken und das ist gerade wichtig bei solchen Spielen, die einfach in diesem Spiel einfach so gut sind, wie die Zuschauer niemals werden können. Also wie ich zum Beispiel jetzt niemals werden könnte.
Das ist die erste Gruppe von Zuschauern. Wenn ihr also ziemlich gut seid in irgendeinem Spiel, fangt an, das zu streamen. Ich persönlich gucke jetzt solche Streams eher weniger, weil mich dieses Kompetitive auf der Videospielebene nicht so interessiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel streame, dann möchte ich halt eher so diesen Community-Gedanken aufgreifen. Deswegen streame ich halt immer Minecraft zum Großteil, weil es da einfach relativ easy ist, einfach mal stehen zu bleiben und sich mit dem Chat zu unterhalten oder halt die ganze Zeit zu erzählen, was man so macht. Klar habe ich hier so eine Art, nicht nur Unterhaltung, sondern halt auch erzieherisch ist nicht richtig. Das hat man halt auch sowieso als Streamer, das vergessen auch viele, sondern eher so ein Lehrcharakter. Also ich möchte halt den Leuten auch zeigen, was halt so in Minecraft geht und so. Das ist halt die zweite Gruppe, die halt A, was, B, was lernen wollen. Jetzt funktioniert zum Beispiel bei Minecraft extrem gut. Überschneidet sich natürlich jetzt auch mit der ersten Gruppe, aber ne? Und dann gibt es halt noch die dritte Art von Leuten, und dazu zähle ich mich jetzt besonders als Zuschauer, die halt so Variety-Streamern, die extrem unterhaltend sind, zugucken. Also ich gucke zum Beispiel am allerliebsten Leuten wie Man vs. Gaming und solchen Leuten halt zu, einfach weil ich von diesen Typen, von diesen Personalities, wenn ich mal jetzt ein englisches Wort einwerfen darf, angezogen werden. Weil ich einfach nebenher zocke und halt nebenher noch einen Stream gucken möchte und mich dabei halt irgendwie sozusagen, ja, unterhalten fühle. Und das ist halt dann wieder die dritte Art. Also das ist jetzt für mich so meine Erklärung, warum gucken Leute Twitch? Weil ich lese ganz häufig, dass Leute jetzt immer nur eine dieser drei Erklärungen anbringen, warum Leute auf Twitch kommen. Und ich finde, man sollte da schon auch differenzieren. Deswegen, man muss nicht unbedingt ein guter Spieler sein. Man kann, aber man kann es auch während des Streams erst lernen. Man kann auch beides sein, würde ich jetzt mal sagen. Das auch. Also ich sag mal, wenn wir jetzt mal von dem netten Herrn Garak ausgehen, also ich habe ja gar keine Ahnung von Fliegen. Also null, wenn ich da sehe, was du da für Knöpfe drückst. Also bei mir ist das, ich würde mein Gesicht anlehnen, einmal runterziehen und dann fliege ich los. Dazu bist du aber, also nicht, dass du nur gut bist, habe ich das Empfinden als Zuschauer, dass du auch nebenbei noch einen Schnack anziehen kannst. Weil ich meine, du hast so viel Lebenserfahrung, die Geschichten, die du da immer vom Leder lässt, das ist ja schon auch unterhaltsam. Sowas gibt's halt auch, aber ich glaube, ich zähle das mehr unter deine dritte Kategorie rein. Wie ist das für dich, Garak? Also, ja. Also wenn ich das auf mich beziehe, was du jetzt gerade sagtest, da habe ich mir gerade aufgeschrieben, Wissen. Ja. Wissen ist sowas Ähnliches, wie Slabby gerade meinte, in Perfektion in Spielen. Und bei Simulation, so wie ich das mache, ist das mehr Wissen als Perfektion oder Schnelligkeit oder so. Weil da geht es ja nicht, ist ja kein Spiel, sondern eine Simulation. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Ich bekomme immer Nackenhaare, wenn jemand in meinem Stream schreibt, wo kann ich das Spiel kaufen? Ja. Aber es ist für manche auch ein Spiel, das darf man auch nicht vergessen. Aber es gibt immer noch, das trifft nachher unser anderes Thema, was dann noch folgt, dieses Wissen ist auch eine, ich glaube, es ist auch eine schwierige Geschichte, wenn man jetzt in der Kategorie 1 ist, ja, und wenn ich das auf Simulation ummünze, dass das absolute Wissen, wie man ein Flugzeug beherrscht. Ja. So, und ich glaube, da bin ich ganz gut gerade vor. Und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die alles besser wissen. Ja. Fällt auch in den Bereich Wissen. Die vielleicht irgendeinen Knopf, ja, irgendeine Funktion besser können oder wissen, oder ich mache es falsch, ja, weil das eine. Und das ist eine ganz gefährliche Sache, gerade bei diesen Wissensgeschichten, wo dann eben Viewer plötzlich, also jedenfalls wenn sie noch nicht ganz so weiterentwickelt sind, ja, problematisch werden können. Ansonsten glaube ich schon, dass ich mehr in Kategorie 3 gehöre. Und wenn ich das auf mich beziehe, beziehungsweise andersherum aus meiner Sicht, gucke ich Streams eher der Kategorie 3. Mich interessiert es überhaupt nicht, ob jemand in 15 Millisekunden 20 Gegner erschießen kann. Ich spiele ganz gern, ganz selten, aber dann auch manchmal ganz gern mal so ein Ballerspiel, aber im Grunde genommen interessieren mich diese Ballergames nicht, weil
ich nichts, ich hab, finde da kein Weg zu so richtig. Also A, bin ich sowieso lame, also der langsamste immer, ist klar. Und B, ich würde ja auch im richtigen Leben keinen erschießen. Also warum soll ich das auf dem Computer tun? Was will ich damit erreichen? Also für mich ist das eher eine psychologische Sache, wo ich mich frage, warum spielen Menschen sowas überhaupt? Ja? Also in diese Kategorie falle ich nicht rein. Und eigentlich ist das so, dass gerade bei diesen, ich sag mal, Ballerspielen, plakativ, ja, gerade da ist die Competition. Ja? Die hat man ja eher in anderen Games nicht so stark. Obwohl es da natürlich auch noch Nischen gibt, wo es dann die Competition gibt. Das gucke ich mir ungern an. Was ich mir gerne angucke, ist so Kategorie 2 und 3, würde ich sagen. Und gerne mal reinschauen. Als du Twitcher gespielt hast zum Beispiel, ich kannte Twitcher nicht, Witcher, Entschuldigung, Witcher nicht. Und ich dachte mir so, ja, cool, das ist ein geiles Spiel, kannst du dir mal kaufen. Also ich gucke ganz oft Streams, weil mich die Sache interessiert und bleib dann hängen bei den Streams. Also um neue Spiele kennenzulernen, die vielleicht für mich interessant sind. Und Witcher ist zum Beispiel so ein Ding oder eben auch Oblivion damals oder was das nicht alles noch gibt. Und bleibe dann bei denen hängen, die in Kategorie 3 reinfallen, die nicht nur spielen, so Koganich zum Beispiel, ist ein amerikanischer Streamer, den gucke ich sehr gern. Die haben ein Personality, ja, die bringen was rüber, die sind, da geht die Post ab, ja. Und das ist, glaube ich, Kategorie 3. Also deswegen, ich würde mich auch eher in Kategorie 3 einordnen, bei dem, was ich so gucke, ne? Competition interessiert mich nicht so. Also ich, natürlich gucke ich jetzt persönlich die großen Turniere jetzt von ne, die Internationals irgendwie von Dota oder so, weil ich einfach dieses Pompöse drumherum geil finde. Aber ich gucke das jetzt nicht auf der Regular Basis sozusagen. Richtig, ja, genau. Also ich sag mal, Ja. bei mir ist das aber, also bei mir ist es teils, teils. Ich komme aus einem Hintergrund, wo E-Sports, sage ich mal, eine große Rolle gespielt hat oder immer noch eine große Rolle spielt. Ich gucke teils, teils. Also ich gucke gerne die Leute, die mich entertainen. Wie auch bei dir, Slabby Man vs. Game, weil der einfach richtig einen an der Pfanne hat, der Junge, und das auch gut rüberkommt, Wie dein Kokanitsch. Ton ist echt Katastrophe. Der geht immer laut, leise und ist immer weg. Ist es bei an euch auch so? Ja, bei den anderen ist es wahrscheinlich nicht, bei uns nur übers Teamspeak. Aber ich glaube, Ah, dein ach so, Mikrofon ist ja. nicht ganz in unsere Richtung. Ja, Kann das sein? das Mikrofon steht hier drüben, ja. Das ist ja Ah, noch okay. das ist ja noch das andere. Aber im Stream ist alles Ja. gut. Im Stream ist alles gut. Ja. Alles gut, alles klar. Also bei mir ist es halt echt unterschiedlich. Also ich gucke gerne die guten Jungs und ich gucke aber auch gerne die anderen Schlechten. Jungs, die schlechten Jungs, ja, die rumblödeln. Wobei das eigentlich auch ein Gerücht ist, ja. Also mir wird ja immer gesagt, ich bin schlecht. Wobei, sage ich mal, wenn wir den Durchschnittsgamer mal da ransetzen an die Spiele, die wir auf höchster Schwierigkeitsstufe spielen, da würden andere Leute, glaube ich, die Controller wegschmeißen. Jüngste Ereignisse, ich habe ja Freunde besucht in der Schweiz, der junge Mann war sehr salty bei Dark Souls. Ich habe das halt locker easy peasy aus der Hand geschüttelt, so. Also ich denke nicht, dass man kann auch gut sein und dazu noch eine Persönlichkeit haben, finde ich. Und ich weiß nicht. Ja, natürlich. Man sollte auf jeden Fall irgendwo eine Persönlichkeit haben, wenn man streamt, bin ich der Meinung. Ja. Also egal, ob man jetzt total der Lustikus ist, der die ganze Zeit nur Sprüche auf den Lippen hat, oder einfach nur ein ernster Typ, der ein bisschen was aus dem Leben schnackt und ein bisschen Ahnung hat, ja. Aber irgendwas sollte definitiv vorhanden sein. Also, ich sag mal, Mauerblümchen, die so, das ist, ich weiß nicht, und das wird nichts. Nee, wir sind auch nicht erfolgreich. Nee, Also das es wird gibt nichts, Leute. keinen erfolgreichen Streamer, der so Durchschnitt ist. Man muss immer rausragen in irgendeine Richtung. No. Das kann in Bad Guy oder in Good Guy, das oder in Funny Guy. Das kann in alle Richtungen gehen, aber es darf nicht Durchschnitt sein. Dafür Nur gibt die es auch Sache viel zu ist, viele Streamer. keiner weiß, gut man ist, bevor man nicht damit anfängt. Ne? Genau, Eben, das genau. ist halt die Sache. Ja. Also es kann sein, dass ihr die perfekte Personality habt, jetzt wo Richtig. wir das Wort hier schon mal eingebürgert haben. Und ihr wisst es einfach noch gar nicht. Dann macht ihr irgendwie, streamt ihr für 2 Monate und plötzlich kommen euch die Leute irgendwie ins Haus und finden euch richtig gut. Und ihr dachtet immer, ihr wärt so ein Mauerblümchen. Deswegen lasst euch jetzt hiervon auf keinen Fall irgendwie unterbuttern. Ja, Nein, das, das so macht war man das mit nicht, jedem so war Spiel. das auch nicht gemeint. Ja, Aber nee. wir wissen, wovon wir reden. Ja, Also, richtig. sage ich mal, wir haben alle schon mal Mauerblümchen gesehen, ja.
Du, ich sehe ganz viele, wenn ich ja zum Beispiel mir so ein Dance Gaming angucke oder halt andere große amerikanische Streamer, da könnte ich mir vorstellen, dass sie im Real Life, im Social Life auch relativ oder früher in der Schule auch ganz, ganz, wie sagt man, schüchtern waren oder so. Ne? Interessant, dass ich auch an Dan dachte. Ja, der fällt mir halt als erstes ein, weil der halt sehr offen damit umgeht, halt jetzt auf Twitter. Und der ist plötzlich der super sympathische Typ im Stream, super lustig und bringt die größten Witze und hätte ihm wahrscheinlich auch keiner zugetraut früher, deswegen, da darf man sich halt auf keinen Fall von unterkriegen lassen. Der Charakter, den ihr in der Schule habt oder wo auch immer oder auf der Arbeit oder ne, was ihr gerade macht, das ist noch lange nicht euer Streaming-Charakter. Eben, das entwickelt sich, wollte ich auch sagen, das entwickelt sich halt einfach dann raus. Genauso wie, wo du gerade lustig ansprichst, andere Leute lachen über Sachen, die du einfach nur tagtäglich sagst, die du selber gar nicht lustig findest. Und Richtig. die finden dich dann einfach lustig. Man muss es halt ausprobieren. Man muss das halt einfach ausprobieren. Wobei wir jetzt gerade, würde ich sagen, ist der Übergang eigentlich sehr günstig für das Thema Hater. Weil wir haben ja gerade die positiven Aspekte genannt. Gehen wir doch einfach mal zu den negativen Sachen über. Also wenn Leute euch quasi an der Zweiheiligkeit grabbeln wollen, ist das, wie geht ihr, fangen wir doch einfach mal ganz simpel an, wie geht ihr damit um, wenn Leute euch nicht mögen und euch quasi, sage ich mal, versuchen zu terrorisieren, würde ich jetzt mal schon fast sagen. Also Garak, bei dir kommt das ja doch schon häufiger vor, weil, naja. Die Werbefläche spricht sie aus. Du bist ja immer sehr direkt und sagst den Leuten, was Phase ist. Da eckt man ja mal ein bisschen an. Wie ist denn das bei dir? Ja, ich gehöre definitiv zu den Streamern, die ziemlich polarisierend sein können. Oder nein, nicht sein können, das ist falsch, sind. Ja, ich bin polarisierend, vor allen Dingen für eine Altersgruppe, weil ich sie immer wieder auf dem Kieker habe. Berechtigterweise aus meiner Sicht. Und dadurch kommt das doch häufiger schon mal vor. Zumal, ich sag mal so, in dem jugendlichen Alter zwischen 10 und 20 ist das halt, ja, ich glaube auch Gedankenlosigkeit. Und die gehen halt mit ihren Kumpels genauso um. Und die sind halt noch nicht erwachsen. Ja? Das Erwachsensein fängt dann irgendwann an, bei manchen erst später, erst mit 25. Dann fängt es, glaube ich, aber spätestens bei jedem an, mit ganz wenigen Ausnahmen. Weiß ich nicht. Also bei mir wird rigoros gebannt. Also in meinem Kanal, wenn da jemand wirklich aus der Reihe schlägt, Leute beleidigt oder mich beleidigt, also wer mich beleidigt, ist eh gleich raus. Der kriegt auch keine zweite Chance. Weil Beleidigung, egal wer wen beleidigt, und wenn er jetzt Viewer beleidigt, die im Channel sind, Beleidigungen gehen gar nicht, weder im richtigen Leben noch im Stream. Und da bin ich auch ziemlich rigoros, weil ich auch der Meinung bin, dass die Leute, die sich im Stream so verhalten, oder im Internet kann man ja fast so sagen, in der Anonymität, sind die im richtigen Leben so eine ganz kleinen Würstchen, die nichts zu melden haben. Eigentlich bedauere ich die meisten. Aber nur ganz kurz, weil damit will ich mich auch nicht beschäftigen. Es ist ja deren Leben. Also ich bin da ziemlich rigoros, indem ich einfach die Leute aus dem Kanal banne. Die ein für alle Mal. Ich reagiere auch nicht auf, in der Regel jedenfalls nicht. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo, wenn mir jemand schreibt und sich entschuldigt und das halbwegs akzeptabel sich anhört, dann entbanne ich ihn wieder. Aber da muss schon wirklich was kommen. Da langt nicht, entbann mich mal, war nur Spaß. Diese war nur Spaß-Generation habe ich komplett gefressen, die das als Ironie verkaufen. Also es gibt zwei Kategorien, sage ich mal, die ich völlig gefressen habe. Das sind die Typen, die permanent schreiben, war doch Ironie, ja. Die haben nie begriffen, was Ironie ist, ja. Und Kappa. die andere Kategorie, war doch nur Spaß, ja, aber nicht meiner. Und dann sind sie halt raus. Ne? Also kommen mir nicht nahe genug, aber ich glaube, es gibt sehr viele Streamer und ich kenne auch einige, die sich da wirklich, die können nicht einschlafen. Ja, die machen sich wirklich beim Einschlafen Gedanken darüber, warum die Leute sie hassen, obwohl da nur zwei Idioten waren, die völlig gehirnbefreit waren und ja und die Streamer richtig angegangen sind. Ich bin nicht jemand, der damit jetzt ein Problem hat, aber man braucht da schon so ein bisschen, ich sag mal, das zweite Schild, ja, dass man runterklappen kann. Ich denke, wird bei euch ähnlich sein.
Bei mir auf jeden Fall. Also wenn einer, den ich gar nicht kenne, reinkommt und Mist erzählt, dann ist er bei mir direkt in Permaban. Dann will ich mich auch gar nicht lange irgendwie damit auseinandersetzen. Ne? Warum timeouten, wenn ich den eh nicht kenne und er nur reinkommt, um Mist zu schreiben, dann kann er auch gleich wegbleiben. Das ist ja das Schöne. Wir leben ja hier nicht in einer Welt der freien Meinungsäußerung. Das draußen vielleicht, auf der Straße, da darf man seine Meinung frei äußern, aber hier in meinem Stream, also hier jetzt bei Dizzy, aber in meinem jetzt in dem Fall, wenn ihr bei mir reinkommt, dann ist das halt mein Stream und da bestimme ich, wer was sagen darf und wer nicht. Ja, genau. Und das muss man halt so auch sehen. Und das ist Und auch wenn ich gut nicht so. möchte, dass ihr was sagt, dann sagt ihr auch nichts. Das ist auch gut so, weil man seine eigenen Viewer, also die anderen, der große Rest, die Netten, Ja. ja, die werden dadurch ja im Grunde genommen, wird denen der Spaß am Stream genommen, also am Zugucken, wenn da irgendwelche Nullnummern am Rummachen sind und irgendwelche Leute beleidigen oder dauernd irgendwelchen Quatsch machen und so weiter, dann ist natürlich auch das Erlebnis, sag ich mal, das Zuschauererlebnis, Apple würde sagen, the Customer Experience, ja, die ist einfach, Das muss so sein, Zitat. Klasse, die ist einfach klasse. dahin, ja, und das möchte ich meinen Viewern, meiner Community, die ich also wirklich liebe, absolut nicht zumuten und deswegen fliegen die bei mir in 0, nix raus. Bei mir ist, würde ich sogar so weit gehen, auch wenn quasi mein Taschengeld davon abhängt, was ich jeden Monat kriege, ich würde sogar so weit gehen, ich kicke da jeden raus, der auch nur ansatzweise Unruhe bringt. Wobei ich dazu sagen muss, ich zitiere mich selber, auch Hater sind Zuschauer. Ich habe zwei der größten überhaupt hassenden Menschen, die sehr schwarz sind in der Seele, um mich rum. Mir tut es manchmal echt weh, wenn die Leute was sagen. Aber wenn Also jetzt, ich und Garak, meint er jetzt natürlich. selbstverständlich, also Herr Garak und Herr Slapstick, ganz schlimm. Wenn Leute von außerhalb kommen, ist mir das eigentlich relativ wumpe. Ich hatte jüngste Ereignisse, da hat jemand auch wieder sich politisch geäußert und das in, sage ich mal, etwas bräunliche Richtung. Der hat natürlich gleich einen Absegler gemacht und hat sich danach echauffiert und ich sag mal, die Leute sind eigentlich dazu da, um dir Gesprächsmaterial zu geben. Also seht das mal so, die Leute, wenn ihr, sag ich mal, schlagfertig seid und ein bisschen keck drauf seid, habt ihr das beste Entertainment mit euren Hatern. Also Ja. je mehr die Leute rumtrollen, desto mehr Ironie und Sarkasmus kannst du denen entgegenbringen, weil die Leute das eh nicht verstehen. Also gerade ich bring's mal so auf den Punkt, Freitag bis Sonntag kann man die beste Comedy-Show auf Twitch machen und nebenbei ein Computerspiel spielen, weil die Leute alle sich Robbie Bubble reingezogen haben und ein bisschen Übermut haben. Lass das einfach nicht, also ich lasse das auch gar nicht an mich heran. Mir ist das echt Ritze. Und wisst ihr auch warum? Weil die Leute, die euch lieben, mögen und euch schätzen, die werden immer bei euch sein. Egal, was ihr sagt. Und ihr könnt auch im Endeffekt, wenn ihr nicht unbedingt beleidigend seid, sondern eure Personalität wahrt dabei, könnt ihr über die Leute herziehen, so viel ihr wollt. Aber meistens in der Kappa-Generation, die sehen da gar nicht durch. Die Kappa-Generation ist diejenige, die es heutzutage gibt, wo nur rumgespammt wird und die Leute, so wie Garak schon sagen, meinen, dass das Ironie ist. Was gar keine Ironie ist, weil dann, oh, du bist scheiße, Kappa. Ja, wo ist denn da die Ironie, bitte? Also, wisst ihr, wie ich meine? Lasst die Leute quatschen. Entweder gebt ihr den Spruch zurück oder ihr ignoriert sie einfach. Und das Ganze gibt es dann so mit Bam, Permaban, denn in Bannmeilen we trust, sage ich immer so schön. Oder ihr nutzt ihn aus, um Spaß an ihm zu haben. Das Kann geht man auch machen. natürlich auch, ja. Ne? Ich denke nur an den Duden-Alarm. Der Duden-Alarm ist ein ganz guter, ja. Also ich zitiere gerne aus, ich habe den auch hier auf dem Schreibtisch liegen. Ist ein sehr weises Buch, ich zitiere sehr gerne aus dem Duden, weil das bringt, Leute. Das habe ich Bildungsauftrag. übernommen. Bildungsauftrag. Ja, das habe ich auch einmal schon gemacht. Entschuldigung, das habe ich übernommen. Bitte. Und das ist sehr cool. Ich nehme mal den Online-Duden, ich bin da neumodischer. Ich mag lieber so Papier. Ich habe auch noch einen Atlas auf dem Tisch hier neben liegen und ein Tafelwerk habe ich auch Telefonbuch. noch. Nee, Tafelwerk habe ich auch. Ist alles wichtig. Ja. Das Schwieriger ist. ist das aber, finde ich, wenn man, so wie bei mir, das ist, also ich spiele, ich sag mal, ja, ich spiele ja kein Daddelspiel, so, also, ja, so, um das mal so abzutun, sondern ich kann mich dann nicht so mit dem Viewer beschäftigen in dem Moment.
um ihn dann mit ihm quasi zu arbeiten, sondern ich muss dann irgendwas machen im Flugzeug halt, ne? Also das ist dann immer ein bisschen schwierig, deswegen geht das bei mir dann unter und ich beschäftige mich in der Regel nicht mit demjenigen, sondern er ist dann einfach raus. Und je nachdem, wobei ich das nicht mal selber machen muss, ich bin total glücklich, ich habe super geile Moderatoren und handverlesen sozusagen, aber das hätte auch schief gehen können. Nur, die sind richtig gut und schon ewig dabei, immer dabei. Und die wissen ganz genau, wie ich ticke. Also das scheint irgendwie, ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, aber ich muss nicht mal, ich glaube, ich habe zwei Leute gebannt dieses Jahr, der Rest ist durch die Moderatoren passiert. Und alles so, dass ich sagen musste, ja, hätte ich auch gemacht. Also nicht mal Fehlentscheidungen oder so, und das finde ich total klasse. Die werden immer viel zu wenig erwähnt, die Moderatoren. Ja. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn ihr streamt, sucht euch wirklich gute Moderatoren, vertrauensvolle Leute. Das ist auch so ein Ding, weil das nimmt euch unheimlich viel Arbeit ab. Definitiv, ja. Da auf dem Wege nochmal kurz an meine Mods vielen lieben Dank, dass ihr so klasse seid. Ich meine, wir haben mittlerweile nach 2 Jahren, das finde ich übrigens auch ein sehr schönes Phänomen, es gibt selbstregulierende Chats, wo man gar Ja. nichts machen muss, ja. Also mittlerweile ist es wirklich so, ich habe schon ganz viele Chaoten da gehabt, die sich nicht benommen haben. Sie sind in die Zeit reingewachsen und ich glaube, sie sind mittlerweile auch gerne da und der Chat hat quasi die Leute reguliert. Also manchmal finde ich es wirklich schade für die Geier, die so ein bisschen gierig nach Bann sind, was auch schön ist. Also ich kenne das Feeling. Ich habe vorhin gerade 10 Minuten, bevor wir angefangen haben, auch noch einen gebannt. So, das war ein schönes Feeling. Das so, yes, ich habe mit Gewalt gespielt. Raus. Aber selbstregulierende Chats finde ich eigentlich viel besser, die untereinander sich erziehen. Also wo nicht Ja, die ganzen. der befriedigendste Bann ist ja auch der unkommentierte. Ja, Ja, der genau, geht einfach runter so wie Öl. plänk weg, Einfach. ja. Ohne, und dann guckt man sich nochmal die Wiederholung an oder den Past Broadcast und man weiß ganz genau, in dem Moment habe ich ihn weggedrückt und man hat mir nichts angesehen. Das ist so Und ich gut. habe wirklich diesen Hass in dieser Person gespürt. Ah, so befriedigend. Wie er nicht einmal die Anerkennung bekommt, dass ich ihn anspreche. Ja, das sind die Ups des Streams. Wir haben noch drei Ja. Twitter-Nachrichten hier. Ich hatte Oh, ganz viele haben wir da. schon den perfekten Übergang dafür. Ich Ach wollte noch so, kurz mach. aus dem Chat was aufgreifen. Und zwar hat jemand gefragt, ob man Politik, also politische, religiöse, moralische oder heikle Themen im Stream meinen soll. Wenn ich selber kurz schnell darauf antworten darf, es ist jedem frei überlassen. Ich selber fahre die Politik. Mein Stream ist ein Happy Place. Und das heißt, da ist man glücklich und da geht es nicht darum, oh, meine Katze ist heute gestorben oder heute sind wieder 1000 Flüchtlinge am Bahnhof angekommen und ich habe sie mit Brotkrümel beworfen, weil sie ja so einen Hunger hatten oder so. Sowas gibt es nicht, Leute. Der Stream ist ein Happy Place für mich selber und man soll glücklich sein und fröhlich, ja, und nicht die ganze Zeit irgendwie über so einen Quatsch reden. Aber also, ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, ob ihr das bei euch zulasst, aber also bei mir gibt es das nicht. Bei mir ist es anders. Bei mir, also letzte Woche, da habe ich das selbst für mich gemerkt. Ich hatte so eine Meckerwoche. Ich glaube, ich habe nur gemeckert über allen möglichen Scheiß. Und das habe ich dann irgendwann für mich selbst so gemerkt. Ich denke, oh, jetzt musst du mal wieder auf die Spur kommen. Also ich mache das schon, durchaus. Also wenn mich irgendwas gesellschaftspolitisch ankotzt und das im Stream Thema wird durch irgendwas, ja, oder auch nicht, ja, sondern durch mich Thema wird, weil ich gerade die Idee habe, darüber zu reden, dann mache ich das schon. Also ich mache das doch, in der letzten Zeit war es häufiger, ich möchte das ein bisschen zurückfahren, aber weil das auch nicht gut ist, weil im Grunde genommen so ein Happy Stream ist natürlich irgendwie schicker, aber das bin ich halt auch nicht. Ich mache mir halt Gedanken und die teile ich halt auch. Ich habe dann eine ziemlich klare Vorstellung und zu so Themen des aktuellen Lebens oder so nehme ich schon ganz gerne mal, ja, bringe ich gerne mal ein paar Worte an. Und ich kann mich göttlich aufregen über allen möglichen Scheiß, was im Übrigen sehr gut ankommt, habe ich festgestellt, nur Ja. das ist anstrengend, ja. Und deswegen versuche ich das zurückzufahren. Also bei mir ist das mal so, mal so. Also es gibt Happy Streams, es gibt aber auch welche, wo ich dann wirklich, ja, aggro will ich nicht sagen, aber es ist schon so, dass ich mich doch einige Sachen hier in der deutschen
Politik beziehungsweise von den Deutschen. Also ich habe eher das Problem mit den Deutschen, nicht mit der deutschen Politik, sondern ganz oft mit den Deutschen, der Geiz ist geil Mentalität, mir ist alles egal Mentalität und Ausländer raus Mentalität und all sowas. Da kann ich mich so tierisch drüber aufregen und das tue ich auch im Stream. Das macht mein Stream dann letztendlich auch aus, ab und an zumindest. Ich würde das noch weiter formulieren. Ich habe ein allgemeines Problem mit Menschen. Ja, gut, Slappy, dass du nicht streamst. Nicht nur mit Deutschen. Also, gut, dass du streamst. Ja, nein, das ist dieses Sieben, weißt du? Du musst ganz, ganz lange sieben, bis du wirklich diesen ganz feinen Sand dann rausbekommst. Und das nenne ich dann Community. Ach so. Aber dann, dafür musst du halt die Kotzbrocken halt auch erstmal draufladen, weißt du? Das ist mal eine ganz klare Ansage auf jeden Fall. Slappy hasst Menschen. Nein, was mir halt aufgefallen ist, wenn wir mal wieder ein bisschen ehrlicher werden sollen, ich habe am Anfang hatte ich immer so, und das kam ganz automatisch bei mir, als ich angefangen habe mit dem Stream, dass ich halt so wenig Menschen wie möglich auf den Schlips treten wollte. Und dann habe ich auch diese Politik gefahren, auf keinen Fall irgendwie über Dinge reden, die jetzt viel zu ernst und viel zu groß sind, weil mich das immer auch selber im Stream rausgebracht hat, weil ich dann immer das Gefühl hatte, okay, wenn ich mich jetzt auf die Seite stelle oder wenn ich für das argumentiere, dann bin ich plötzlich, dann findet mich irgendwer doof. Nach einer Zeit des Streams bin ich da einfach so rausgewachsen, dass mir das im Prinzip mittlerweile vollkommen egal ist. Also nicht vollkommen. Klar, ich muss ja auch noch ein bisschen Platz nach oben haben, bis zur vollkommenen Gleichgültigkeit als Streamer. Ja. Aber so mittlerweile spreche ich gerne so über die typischen, ab und zu zumindest halt über so politische Dinge. Klar, weil ich mich selber auch extrem über diese Leute aufrege, die gegen Flüchtlinge sind und ne, Pegida und sowas. Früher habe ich sogar nichts gesagt, als einer irgendwie reinkam und meinte, ich bin gerade mit Pegida unterwegs gewesen. Heutzutage hätte ich dem direkt den Mittelfinger gezeigt, weil sowas halt nicht geht. Einfach. Common Sense. Und das versuche ich halt irgendwie zumindest ein bisschen durchzubringen. Und diese braune Kacke, die kann dann halt schön wegbleiben aus meinem Beam. Und nur um halt diesen Übergang halt zu bekommen zum, man lernt halt auch als Streamer irgendwo Mensch zu sein, ne? Halt, wenn man sich den ganzen Tag halt Zuschauern und der Menschheit präsentiert, dann lernt man halt auch damit umzugehen, dass man halt dann ab und an auch mal ein bisschen polarisieren muss, weil sonst ist man kein Mensch, sonst ist man nur irgendwie ein weißes Blatt Papier. Ich finde, wo du das gerade sagst, ich finde es sehr wichtig, dass man seinen Standpunkt hat. Und den muss ich jetzt mal sagen, mit aller Gewalt durchsetzt. Also ich sag mal, ich erinnere mich gerne an meine Lesestunden. Ich glaube, da geht der Geist mit mir durch. 2 Stunden lang, das ist also ganz böse Sachen, die da rauskommen. Ich habe das auch jetzt gerade mit jemandem zusammen bei Twitter. Das nennt sich ja jetzt heutzutage Tweef. Ja, ich nenne es gerne mit Kacke schmeißen. Also liegt sehr nah am Queef, falls das jemand Queef, muss. Nee, ich meine schon Tweef. Das ist dieser Twitter-Beef. Okay. Da bin ich auch ganz, ganz, ganz gerne dabei. Also, da habe ich Queefs aber lieber. Was ist denn Queef, um das kurz mal zu klären? Nein, das möchten wir nicht klären. Okay, das klären wir nicht. Auf jeden Fall, also für mich ist es wichtig, dass man einen Standpunkt hat und dass man den auch äußert. Aber für mich selber, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir einfach mal, ich spiele Batman und bin voll eingetaucht in die Story und dann auf einmal fängt mir irgendeiner an, da so ein Thema an den Kopf zu werfen, wo ich mir dann immer denke, Leute, guckt ihr den Stream, weil ihr das Spiel sehen wollt und die Story verfolgen wollt oder mir einen Klops ans Bein quatschen wollt. Ich meine, wenn man sich Zeit nimmt, kann man vor mir das, also wenn Pause ist oder so, kann man da gerne über die Sachen quatschen. Mich nervt das immer bloß, dass es in den Spielen ist, weil für mich ist das wichtig. Ich will die Spiele spielen. Also ich glaube, wobei das in meinem Stream immer von mir ausgeht, also nie von den Zuschauern. Also ich fange immer an mit irgendwas und da müssen die Zuschauer leiden. Wobei sie es eigentlich nicht tun. Also ich habe ja in den letzten Tagen oder in der letzten Woche versucht, wieder ein bisschen happier zu sein und nicht überall alles zu ärgern. Und das kam dann auch wieder nicht gut. Was ist mit dir los? Bist du krank oder was? Ja, also das ist also dann auch schon eher Programm manchmal. Ja. Wo wir jetzt gerade beim Kacke-Schmeißen sind, ich finde das Thema passt da sehr gut rein, weil also es ist sowohl, die einen mögen es, die anderen nicht, Girly-Streams, die Ladies. Wie seid ihr da eher so
Das Ding ist, ich sag's mal so, der Anblick auf Twitch ist leider ein bisschen verwaschen. Wie seht ihr das? Also verwaschen im Sinne gut, schlecht. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ne, Definition von Girly. Natürlich gucke ich gerne Mädels beim Stream zu, wenn das Mädels sind, denen ich auch sonst halt, also, ne, wenn es halt gute Streams sind. So. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Schnapsi oder Mia Maus, den ich halt ganz gerne zugucke, ab und an. Ne, da lasse ich halt gerne mal den Stream laufen, weil es halt extrem entspannte Streams sind und ne, die können mit ihrer Community extrem gut umgehen. Ich glaube, wir reden hier gerade eher über Girlies und ich denke mal, das wird gemeint sein. Denke, wir wollen keine Namen nennen. Nö, kannst Wenn du, wir schade, negativ darüber urteilen kannst möchten. du, das ist egal. Ja, diese typischen Mädels, die halt eher durch ihr Dekolleté halt an Zuschauer gewinnen und weniger durch Unterhaltung und genau, durch sonstige Qualitäten, um die es halt eigentlich gehen sollte, ne? Bei Ja. Twitch. Also entweder Gaming oder halt zumindest irgendwas Kreatives hier halt schaffen. Ist doch Und kreativ. ich finde sowas, das sage ich ja auch ganz, ganz gerne und das ist ja noch nicht mal irgendwie eine Meinung, die kontrovers diskutiert wird, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest nicht bei mir auf der Twitter-Timeline. Als ich gesagt habe, was habe ich geschrieben? Mädels, die Jungs, die Miramisu gucken, sind wie Mädels, die bei Kick einkaufen. Die stehen halt auch billig. Ne? Das ist halt einfach so. Das ist halt. Das ist so ein Mädel, die würde ich noch nicht mal in einer Bar oder in einer Disco ansprechen. Ja gut, du sollst sie auch nicht. Du musst ja mit ihr skypen. Ich muss ihr ja Geld zuwerfen. Eben, du musst ja Geld zu werfen. Wie ist das? Also, ich sag mal ganz ehrlich, bei mir wird die Antwort sehr ausschweifen, sage ich schon mal gleich, weil bei mir kocht es innerlich schon wieder und ich verspüre leichten, versteht ihr? Also, Was? bei mir ist das wirklich schon, bei mir schürt sich die Kehle zu, wenn ich das sehe. Weil, nicht, weil sie es bekommen oder weil sie Geld kriegen oder weil sie ihre Hupen raushängen lassen, sondern einfach nur, weil die Männer oder die Menschen, die da zugucken, einfach mal in die Dummheitspott gefallen sind. Die wurden. Und, darf ich kurz, nur Ja, kurz, ja, ganz ja. kurz, und weil ich als Twitch-Streamer und als Computerspieler durch den Dreck gezogen werde. Eben. Und das Weil ist. diese zwei Sachen, die ich gerade gesagt habe, repräsentieren auf ihre Art und Weise. Und da schäme ich mich, selber Streamer und Zuschauer und Gamer zu sein. Bitte. Sehe ich wirklich so. Das Schlimme ist bloß, was viele Leute immer nicht sehen. Ich meine, jeder soll sich sein Entertainment angucken und wenn die Leute das geil finden, RDL auf Twitch zu gucken, sollen sie das tun. Das Problem, was ich immer daran habe, ist, dass dieses Nachbeben, ja, wenn die sich mit ihren dicken Flocken hinsetzen und die dann noch kurz noch schwingen und dann bappt das bis nach hier nach Dresden so. Und dann kommt nämlich jemand zu mir: Boah, Dizzy, wieso blendest du deine Donations nicht ein und warum willst du nicht viel mehr Geld haben? Und ja, weil das Entertainment halt vorne weggeht. Und was auch sehr, sehr schlimm ist, dass diese Menschen, die den ganzen Gaming-Bereich einfach versauen und verhuren. Und du kannst schon versuchen, dich so ein bisschen davon zu distanzieren, wirst aber darauf immer reduziert. Also wenn ihr mal überlegt, wie oft der Satz fällt, Streamer sind nur da, damit sie Geld machen, was ich total bescheuert finde. Und das kommt halt daher. Aber das muss man sagen, muss man die Frauen in Schutz nehmen. Es sind ja nicht nur Frauen, es sind auch Männer, die das genauso machen. Aber bezogen auf die Frauen, was mich am meisten ärgert, ist, dass man Frauen im Internet gar nicht mehr ernst nehmen kann beim Zocken. Und das finde ich sehr schade. Und ich selber muss wirklich zugeben, ich gucke ganz selten mal einer Frau zu. Ganz selten. Ich kann das nicht. Weil ich immer dieses ständige Bild habe, dieses Hätschel-Tätschel. Und ich mache das nur, ich fange jetzt an zu weinen und dann will ich 5 € haben. Und die Leute ballern da Geld rein und Geld rein und Geld rein und Geld rein und noch mehr Geld rein. Dann sollen sie lieber an eine Straße gehen und irgendwem, der auf der Straße sitzt, was zu essen kaufen, anstatt sowas zu machen. Das ist das Einzige, was mich stört. Also wirklich stört, dass die Gesellschaft dumpf wird durch so eine Kacke, anstatt sich bei der Online-Zoo-Gesellschaft
bei der Online-Zoohandlung einen von der Palme zu schütteln, gucken sie sich halt lieber sowas an. Und das finde ich echt schade. Und die Leute sehen das Nachbeben gar nicht und sagen sich dann so, ja, ist ja gar nicht so schlimm, ist ja nur eine oder zwei. Und dann macht es der Nächste und dann sind wir nachher 50 und die guten Streams fallen unten raus, weil das keiner mehr sehen will, weil die Leute halt beballert sind. Und da wiederum kommt der nächste Ausholer, den ich habe. Da sollte Twitch meiner Meinung nach endlich mal verdammt ihre Regeln durchsetzen und den verschissenen Bannhammer durchballern, weil das kotzt mich richtig an. Die Leute werden für einen Monat gebannt und haben eigentlich vor einem halben Jahr eine Regel rausgebracht, dass das gar nicht erlaubt ist. Ich habe vorhin einen Stream geguckt, da konntest du bis unter auf den Schlüpper konntest du durchgucken. Wo ich mir so denke, Twitch, please, du hast die Regeln gemacht, dann hau die Scheiße auch raus. Und die Leute dürfen da sitzen. Es gibt Ladies, die sitzen mit Strapsen auf ihrem Stuhl und lutschen nebenbei ein Eis, wo du ganz genau weißt, okay, hallo, wir sind bei einer angezogenen Piepshow. Sie will, dass du ihr Geld hinwirfst. Und das wird nicht gebannt. Und es steht in den Regeln, im Regelwerk drin, das hat Twitch durchgesetzt und es wird nicht gemacht. Das ist genauso wie mit dem ganzen Alkohol und so weiter und so fort. Das ist ein ausschweifendes Thema, was sich quasi in diesen Personen polarisieren. Und Twitch, please, falls ihr mich hört, haut die Leute doch mal bitte raus. Auch wenn sie euch Geld bringen. Andere Leute werden euch auch Geld bringen. Ja, so. Ich breche das mal hier an der Stelle ab, Garak. Du hast ja auch noch dein Wort zu sagen. Also, ich finde das faszinierend. Ich habe euch deswegen auch zugehört. Mir geht das ja so völlig dran vorbei. Also, das ist so ein Thema, was... Also, das passt mehr so in meine Kategorie, die Leute, also das sind so typische Viewer, die bei mir sofort rausfliegen würden, weil sie in die Kategorie einfach zu dumm für meinen Stream, ja. Also, wer sowas guckt, hat das nicht besser verdient. Und man könnte ja fast sagen, jeder guckt das, was er verdient. Ich weiß nicht, also ich habe nie ein Problem damit gehabt. Es gibt Mädels, die richtig cool sind. Und dann gibt es eben die anderen und die versauen im Grunde genommen den richtig coolen, den Ruf, ja, weil ganz oft wird halt auch gesagt, dass die Mädels eben in 0,nix Twitch-Partner werden, was man manchmal auch vermuten mag, um Zuschauer zu ziehen oder was auch immer. Ich denke, das Gegenteil ist der Fall auf Dauer. Die richtigen Mädels, die richtig coole Arbeit leisten, nämlich coolen Stream machen, cooles Entertainment. Beispiel ist mein Standardbeispiel, ihr wisst es ja, ist Alista Belladonna. Ja, die macht jeden Tag richtig Fun-Stream und spielt da Spiele und das macht Spaß, dazu zu gucken. Tue ich immer, wenn ich Zeit habe. Tagsüber in der Mittagspause meistens passt das dann. Und Snazzy mit ihrem Gehäkel, ja, also überhaupt nicht meine Welt, aber es ist völlig entspannt, ja, und ich finde es immer niedlich, wenn sie da am Rumhäkeln ist und die ist ja Lichtjahre davon entfernt, ja, also ich glaube, sie ist das totale Gegenteil von dem, worüber wir hier gerade reden. Mhm. Also es gibt auch die Guten und was die anderen Mädels angeht, naja, manchmal, ich meine, nicht jeder kann das so gut haben wie ich, ja, ich habe nahezu jeden Tag mit Mädels zu tun, die zwischen 18 und 25 sind und relativ wenig Zeug anhaben oft. Ja, nicht jeder kann das so gut haben. Das ist eine ganz tolle Situation und die müssen dann halt Streams gucken und sich da bei so einer Miramisu, ja, was auch immer holen. Also ich halte Twitch für, ich sag mal, Twitch spricht mit doppelter Zunge, wie der Indianer sagen würde. Auf der einen Seite ist es ja ganz klar geregelt und sie tun es trotzdem nichts dagegen. Ja. Ein gutes Beispiel, es gibt eine Streamerin in den USA, der ich folge, weil sie eigentlich gut ist. Aber sie hat ab und zu, kriegt sie das im Kopf und besäuft sich für Kohle, ja, im Stream. Das habe ich schon so oft gemeldet und habe gesagt, Leute, das könnt ihr nicht machen, die besäuft sich im Stream. Ja, und gerade in Amerika ist Alkohol unter 21 eine Todsünde. Ja, und das ist tatsächlich so. Lass dich mal erwischen in den USA mit unter 21 mit irgendwie ein bisschen Alkohol in der Hand, dann bist du aber fällig. Trotzdem kann die das streamen und da ist nie was passiert. Und die ist sogar Partner. Ja, und das finde ich sehr, sehr schade, dass da nicht wirklich sich an die eigenen Regeln gehalten wird. Ja, weil das Geld halt wieder das regelt. Und das ist eben das, was ich meine. Ja, die hat nur 80 Zuschauer. Also das kann nicht der Grund sein.
Ja, aber trotzdem bringt sie ja immer noch Geld nach Hause. Und ja, ich weiß es auch nicht. Es ist halt nur vor zwei so, Jahren, ne? Wo ja. jeder Partner wurde. Ne? Keine Ahnung. Aber das macht mich ja, das ist ja das Schöne hier bei den Piraten, das, ne, um mal eine Lanze zu brechen. Das ist ja das Schöne bei uns, dass bei uns halt sowas nicht vorkommt. Und dass wir ja hier quasi nur Streamer sind. Und das erfüllt mich mit Stolz so ein bisschen, wenn ich das so sagen darf. Dass wir halt hier absolut nur quasi die Leute, bei uns nur die Leute streamen, die halt wirklich nicht auf die Idee kommen würden, im Stream solche Geschichten halt abzuziehen. Ne? So für jede Donation einen kurzen oder sowas zu trinken. Von daher. Das ist halt auch alles wieder Geldgeschichte, aber das muss ja, man. Ja, natürlich. Wo ich wieder die nächste perfekte Überleitung habe für die Frage von Twitter, die kam von Slayer. Die davor war übrigens von Gerul, Dankeschön. Von Slayer, was haltet ihr von 24-Stunden-Streams? Würdet ihr gerne mal öfter sowas machen oder ist es euch zu lange? Slabby, du hast jetzt eine ganze Weile gar nicht geredet, komm, hau mal was auf den Tisch hier. 24 Stunden Unstream, nein. Ich habe das einmal gemacht. Ich habe das, ich weiß nicht, ich war neu und alle haben das irgendwie gemacht und alle haben im Chat gesagt, mach doch mal einen 24-Stunden-Stream. Also dachte ich mir, ja gut, jetzt bin ich einen Monat hier dabei, dann kann man ja so einen Jubiläums-Stream machen. Dann habe ich das abgezogen und ich fand das die längste Zeit ganz witzig. Am Ende habe ich dann, naja, am Ende war das nicht mehr so ganz witzig. Aber ich habe auch den Fehler gemacht, war vorher schon irgendwie 8 Stunden wach und habe dann erst angefangen zu streamen und dann 24 Stunden nochmal oben drauf, dann war ich irgendwie 32 Stunden wach. War keine gute Idee. Ich persönlich muss sagen, ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich gucke auch gerne mal, wenn irgendwie so ein großer Streamer irgendwie so einen 24-Stunden-Stream macht, wie jetzt zum Beispiel der Dan macht das manchmal, ne? Der hat da noch seine Sellout-Geschichte mit drin oder der Whitwix hat das letztens gemacht auch, so 24-Stunden-Streams. Wenn die Leute, also ich gucke es jetzt nicht extra wegen des 24-Stunden-Streams und ich finde es jetzt für mich als Zuschauer nicht besonders irgendwie wichtig, dass es jetzt gerade ein 24-Stunden-Stream ist. Ich gucke die Leute halt, weil es die Leute sind. Ich persönlich glaube, ich werde auch nie wieder einen 24-Stunden-Stream machen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich sag niemals nie. Aber ich meine, klar, es ist ein Event. Und Events ziehen Leute an. Genauso wie Giveaways oder sonstige Geschichten. Aber ich mache auch keine Giveaways. Von daher, ich möchte halt nicht, ne, und das ist halt mir das Wichtige, ich möchte mir keine Community aufbauen und keine Zuschauer bei mir irgendwie ins Boot holen, die nur deswegen da sind, weil ich Giveaways oder halt 24-Stunden-Streams oder sonstiges mache, sondern ich möchte Leute haben, die mir gerne beim Spielen zugucken. Und das ist meine Meinung. Wie ist das bei dir, Gerald? Überlege gerade, was das Thema war. 24 Stunden Stream. Ja, das passiert, wenn man alt ist, Leute. Ich habe von mich hier getrollt und denke so, ach ja, nee, ich bin irritiert. Ich hatte den zweiten Teil, nämlich mit den Giveaways, da kann ich dann auch noch was zu sagen, weil ich habe Giveaways oftmals sogar. Aha. Das liegt aber an einer anderen Geschichte. 24 Stunden Streams, nein, halte ich überhaupt nichts von. Also weder gucke ich welchen zu, die 24 Stunden machen, noch, weil ich kann ja selbst keine 24 Stunden durchhalten. Warum sollte ich auch jemanden 24 Stunden zugucken? Also das würde ich ja nicht mal bei einem supergeilen Programm im Fernsehen machen. Nee, 24 Stunden Stream halte ich für absolut sinnlos und es bringt dem Streamer nichts und der Community auch nicht. Also das ist sinnlos. Das ist eine, ich sag mal, ich buche das mal unter Jugendlich ab. Ich habe noch dazu das Problem, ich bin viel zu alt für sowas. Ich überlebe ja 24 Stunden gar nicht ohne Sauerstoffzelt oder künstliche Beatmung. Das kann ich vergessen. Ich habe einmal, das weiß ich noch, als ich meine ersten 100 Follower hatte, das ist lange, lange her, da habe ich einen 12-Stunden-Stream gemacht und das mit Community. Und das machte Spaß. Also 12 Stunden fand ich okay, kann man mal machen. Das ist so das Daily Business von Nils. Ich habe dann mal 12 Stunden in einem Stück durch und habe aber mit der Community zusammen, ich glaube, wir haben an dem Tag Payday gespielt, was ich nicht ansatzweise kann. Und das war sehr, sehr lustig und das hat Spaß gemacht. Also bei 12 Stunden würde ich vielleicht noch mitgehen zu speziellen Anlässen, aber sonst nicht. Halte ich nicht viel von. Auch die Viewer gucken ja gar nicht die ganze Zeit zu. Das geht gar nicht. Der zweite Teil war ja diese Giveaway-Geschichte. Mhm. Ich habe, und das ist vielleicht auch etwas, was später dann kommt, hier und da Anfragen von Firmen, von Leuten, die
die ich promoten soll in meinem Stream, also im besten Fall. Und dafür bekomme ich dann was oder soll ich dann was bekommen? Bisher habe ich sowas abgelehnt oder ich habe eigentlich generell bisher sowas immer abgelehnt. Ich habe es in einem Fall mal gemacht, und zwar andersherum, da bin ich herangetreten an jemanden, an eine Firma, die in meinem Bereich der Flugsimulation sehr bekannt ist als Wiederverkäufer, ein großes Portal. Und habe mit dem Inhaber gesprochen und habe gesagt, pass mal auf, ich streame hier Flugsimulation, auch manchmal Zug und so, also alles, was so in deinem Portfolio eigentlich ist. Wie ist denn das? Willst du mich da ein bisschen unterstützen? Weil diese Add-ons sind wahnsinnig teuer und ich würde ja ganz gerne im Stream auch was zeigen. Ich will gar keine Kohle von dir, aber so für meine Zuschauer. Ne? So, Giveaways. So, wie sieht es aus? Der hat sofort ja gesagt, hätte ich auch gesagt an seiner Stelle. Und dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, Giveaways rauszuhauen. So, ich könnte theoretisch jeden Tag ein Giveaway raushauen. Also jedes Mal, wenn ich streame ja nur dreimal die Woche, tue es aber nicht. Und genau aus dem Grund, wie du erzähltest, Slavi, ich will keine Zuschauer wegen der Giveaways. Ich bin sogar so weit, dass ich, oder ich habe es bisher so weit gemacht, dass wenn jemand im Stream fragt, gibt es heute ein Giveaway, dann gibt es garantiert keins. Weil ich mache Giveaways, wenn ich da Bock drauf habe. Das ist relativ häufig, aber eben sobald irgendeiner im Stream fragt, ob es Giveaways gibt, gibt es eben keins. Und damit schränke ich das schon sehr stark ein. Dann mache ich mal ein paar Pausen dazwischen. Dann ist es halt nicht einmal in der Woche oder so, sondern es ist dann nicht mehr so ganz berechenbar, wann ich ein Giveaway raushau. Und das kommt in der Community ganz gut an. Also das habe ich so für mich. Also ich habe nichts Großartiges davon. Es ist eher ein Dienst für meine Viewer, ja, denen ich was Gutes tun will. Und in dieser Form finde ich das ganz okay. Ja, na, ich muss auch klarifizieren, was ist das für ein Wort? Das Erste, was mir gerade einfiel. Ich wollte nur feststellen, ja, klar, aber was ich meine jetzt mit so Giveaways ist halt, wenn im Titel schon als erstes Wort Giveaway irgendwie steht, Ausrufezeichen Giveaway oder sonst irgendwas, Raffle oder sonst solche Geschichten, das meine ich halt mit Giveaways, ne? Also sowas finde ich halt, wird es Ja, bei mir auch nie geben. Klar, habe ich wenn mir zu mal Anfang jemand irgendwie gemacht. ein Spiel auf Steam schenkt oder einen Key, den ich schon habe, dann warum soll ich das nicht weiter verschenken an Genau, irgendjemanden, genau. dem zuguckt? Aber dann werde ich das bestimmt nicht irgendwie als Verlosung irgendwie ankündigen oder so, sonstige Geschichten. Der Tobi fragt, das passt jetzt ganz, ganz gut zum Thema, woran macht ihr fest, von wem ihr euch sponsern lasst, beziehungsweise von wem ihr Werbung einblendet? Und ich finde, der Dizzy kann dazu bestimmt gerade mal was sagen, weil das bei ihm gerade aktuell ist. Ich wollte noch zu euren 24-Stunden-Streams Also, was sagen. okay, sorry. Das Ding ist halt, Leute, und da gebe ich euch Brief und Siegel drauf, 99,99999999999% der Leute, die 24-Stunden-Streams Genau. machen, wollen Geld haben. Geld. Ja. Donations, Subscriber, irgendwelche Follows und Aufmerksamkeit. Was anderes ist das nicht. Niemand, aber auch niemand spielt gerne 24 Stunden am Stück. Angekündigt. Niemand. Das ist, ich zitiere einfach mal, also ich nenne keinen Namen, aber es ist ein sehr großer, namhafter Streamer, sagte, ich komme von der PAX wieder, war eine Woche nicht da, ich muss 24-Stunden-Stream machen, damit wir unsere Subscriber wieder auffüllen. Kappa. Das Kappa kannst du wegstreichen. Auf geschissen, das ist genau das, was er machen will. Ja, richtig. Und die Leute wollen einfach nach 20 Stunden ihn da rumliegen sehen und rumlachsen vorm Bildschirm, damit sie ihm einfach 50 Dollar oder Euro hinschmeißen können. Was anderes ist das nicht. Das ist auch wieder nur Geldmaschinerie, weil niemand ist 24 Stunden lang der Entertainer angekündigt. Bei mir passiert es ab und zu, ich streame 18, 19 Stunden am Stück, da bin ich platt am Ende. Und das passiert einfach. Angekündigte Sachen ist einfach nur Geld. Geld. Follower, Viewer, mehr nicht. Was anderes ist das nicht. Und deswegen fällt der 24-Stunden-Stream für mich unter die Kategorie Geldmaschinerie, mehr nicht. Und da ist für mich auch kein Spaß dran. Das wird es bei mir auch nie geben. Ich habe früher einen gemacht, genau aus denselben Gründen. Unerfahren, jung, dumm. Da passiert das einfach mal. Wenn ich dir kurz zumindest ein bisschen widersprechen darf, Bitte.
so ein 24-Stunden-Stream, wie ich gesagt habe, ist halt ein Event trotzdem. Und ich finde, wenn man gerade irgendwie nichts Besseres zu tun hat und am nächsten Tag oder die nächste Woche halt wirklich nichts irgendwie ansteht oder so und man sich einfach mal selber so ein bisschen herausfordern möchte, dann kann das auch ein Grund sein. So, halte ich es überhaupt aus, 24 Stunden am Stück zu streamen? Schaffe ich das irgendwie? Weil dann wirkt so ein 8-Stunden-Stream plötzlich oder so ein 12-Stunden-Stream danach irgendwie wie ein, vielleicht wie weiß ich nicht, ein Katzensprung. Ne, ein Kinderspiel, wollte ich sagen. Dann gehörst du zu den 0,01%, die das wahrscheinlich machen dann. Keine Ahnung. Aber ne, es kann auch den Grund geben, dass man jetzt halt vielleicht, keine Ahnung, sich einfach ein bisschen selbst challengen möchte oder so. Ist halt schon eine Challenge und eine Herausforderung. Wenn ich jetzt das französische Wort dafür wüsste, dann würde ich das jetzt auch noch machen. Ich bin zu alt für so einen Scheiß. So, unter das könnten wir das auch abbuchen. Also zu der Sponsorgeschichte. Was, bitte? Erzähl mal. Zu der Sponsorgeschichte, woran man das festmacht. Ich hatte das letztens gerade im Stream, hatte ich das gesagt. Und zwar bei mir ist das so, ich, Sponsor, selbe Höhe. Ich habe schon ganz viele Leute gehabt, bei denen waren Sponsoranfragen Sponsor, der sie. Und man merkt bei Leuten einfach nur, wenn sie deine Werbung haben wollen und dich mit ganz wenig Zeug abspeisen wollen. Und das beste oder jüngste Beispiel ist bei mir Loot-Chest. Ja? Loot-Chest war bei mir quasi ein Sponsorpartner, sage ich mal. Und sie haben mich einfach rausgeschmissen, ohne mich weder telefonisch noch E-Mail noch Skype noch sonstige Sachen, nachdem ich dort angefragt habe, mir nichts dazu gesagt haben. Und sowas sind für mich Sponsoren, die kannst du dir mal ganz gepflegt in den Arsch schieben, weil das einfach Firmen sind, die dich nur ausbeuten. Kann ich mal ganz kurz was dazwischen? Luches war dein Sponsor? Luches war mein Partner, ja. Aber du hast sie doch gar nicht nie erwähnt. Selbstverständlich. Jedes Mal, wenn ich sie aufgemacht habe, sie waren in meinem Display überall. Ach so, alles klar, ja. Wenn du sie aufgemacht hast, die Schachteln. Alles klar, aber sonst ja nie. Doch, natürlich, auch unten drunter, wenn ich das, ich habe das jedes Mal eine Woche vorher angekündigt. Das ist zum Beispiel. Ja, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen, dass du da einen Sponsor hattest. Doch, ich hatte recht häufig über Luches gesprochen, wie andere auch. Dann habe ich dich zu selten geguckt. Okay, mein Fehler. Und da, wo du das gerade sagst, Garak, für mich als, sage ich mal, Nehmer ist das wichtig, dass das natürlich ist. Ja? Wenn ich mir jetzt diese, ich habe mir eine Golduhr gekauft und habe da unten mal einen Reffling reingestellt, sowas ist für mich nicht natürlich. Und ich sage zu jeder Firma, das war zum Beispiel auch bei anderen so wie Linecast zum Beispiel, die mir, wo ich gesagt habe, klipp und klar, Leute, ich setze mich nicht in jedem Stream hin und erzähle was über eure Produkte. Das Ding ist halt, da geht es um mich und nicht um euch. Und ich bin keine Werbetrommel. Wenn mich jemand fragt oder wenn ihr mir was schickt oder du mir irgendwas sagst, was neu rauskommt, dann gucke ich mir das an und rede gerne darüber. Und ich sage mal, ich erwähne die Sponsoren regelmäßig, aber wenn es in den Kontext passt. Weil für mich ist das einfach so eine Sache, das ist nicht natürlich. Und man weiß genau, worauf man dort abzielt. Und wenn dir eine Firma das schon aufdrücken will, dass du permanent eigentlich über sie redest, ist das wahrscheinlich okay oder was auch immer, aber für mich ist das Ausbeute. Und das kann ich euch auch ganz einfach sagen, warum das Ausbeute ist, weil du für die geben dir ein kleines Überraschungsei, ja, eine kleine Tafel Schokolade, eine Ecke davon. Und was sie von dir haben wollen, sie wollen eine ganze Packung haben. Schokolade. Und das läuft mal gar nicht. Und das ist eben das, was ich sage. Entweder ist man eben oder man hat Unterschiede. Und es kann nicht sein, dass einer mehr kriegt als der andere. Auch wenn sie wahrscheinlich die Größeren sind, aber das ist für mich kein Geschäft. Geschäft ist immer ebenbürtig. Und das sind keine Geschäfte. Und das ist auch ein ganz großes Problem, dass es ganz viele Leute gibt, die sich von Firmen abspeisen lassen mit so einem kleinen Merchandise-Paket, was die 2 Euro kostet. Und dann sagen, oh, geil, ich rede den ganzen Tag über dich, weil du mir eine Maus und eine Tastatur geschenkt hast und jetzt bist du der Geilste. Das läuft nicht, ganz einfach. Wenn du, ich sag mal, man muss das halt abstufen. Wenn dir jetzt einer sagt, okay, pass auf, ich schicke dir jeden Monat einen Tausi rüber, dann würde ich natürlich auch vielleicht sagen, okay, wir erwähnen das doch ab und zu vielleicht mal ein bisschen häufiger.
Aber wenn dir jetzt einer sagt, ich schicke dir eine Maus und eine Tastatur zu, das kommt bestimmt nicht vor, dass du die Werbefläche des Jahrtausends gekauft hast. Und das verstehen viele Firmen nicht und deswegen sollte man immer ganz zart und locker, geschmeidig gucken, ob man auf einer Ebene ist beim Verhandeln. Wenn das nicht läuft, sagt man gleich, okay, lass gut sein. Ich glaube, wir kommen nicht auf eine Ebene. Und davon gibt es ganz viel und da muss man ganz vorsichtig sein. Bin ich der Meinung. Ja, also ich habe ja auch Anfragen und ich hatte das von einem Tastatur- und Maushersteller. Der wollte mir halt eine Tastatur sponsern und eine Maus und dann soll ich da so einen Button reinmachen und dann so einmal die Woche würde dann lang, wenn ich da mal ein bisschen so zeigen würde und so. Ja, und jetzt? Das war's jetzt oder was für eine Maus oder was? Ich meine, Leute, habt ihr euch meinen Stream mal angeguckt? Da müsstet ihr eigentlich wissen, dass ich wegen der Maus nicht mal ein Auge aufmache und auch das nicht nötig habe. Was soll ich denn mit der Maus? Also, so. Und ich will also monatlich Kohle auf den Tisch des Hauses oder irgendwas Anständiges. Ja, aber das wollten sie dann nicht. Ein zweites Beispiel war dann, wo ich auch kein Problem mit habe, aber was soll das? Ich bin nicht bescheuert. Und dann ein zweites Beispiel war eine Community-Webseite, die über Flugsimulation geht. Ja? Die machen so Flugsimulations-News. Da gibt es in Deutschland zwei große Seiten und die eine davon hat mich angefragt und da habe ich so, ja, was kriege ich dafür? Und dann haben die mich angepumpt, was ich mir denn einbilden würde, dass ich dafür Geld kriegen würde oder überhaupt irgendwas kriegen würde. Das wäre ja wohl cool, wenn ich für die ne, so Markenbotschafter bin oder so. Also die Leute, die sind krank im Kopf, ja. Die schreiben doch schließlich die Artikel auch kostenfrei. Ja, das ist deren Problem, wenn die kein Geld verdienen mit ihrer Webseite. Das kann nicht mein Problem sein. Also da müsst ihr aufpassen. Diese Firmen oder sehr viele Firmen nutzen die gerade jungen Streamer aus, die und zwar extremst, indem sie ihnen irgendwie eine Maus hinhängen, ja, und die sich dann quasi, ich meine, ich kann das auch verstehen, da ist so ein 17-Jähriger, weißt du, oder ein 19-Jähriger meinetwegen auch, oder ein 16-Jähriger Streamer und den spricht eine große Firma an, hier mach mal Werbung und so, kriegst eine Maus umsonst und eine Tastatur, für den ist das viel Geld, ja, wir lachen darüber, aber für den ist das auch viel Geld und vor allen Dingen Ruhm und Ehre, ja, und macht niemals für Ruhm und Ehre irgendetwas, ja, außer anderen Menschen zu helfen, aber nicht im Stream für andere Firmen euren Kopf hinzuhalten. Da lasst mal die Finger von. Es kommt früher oder später der richtige Sponsor, der wird kommen. Und ich habe Glück mit meinem, den ich mir dann selber ausgesucht habe, indem ich ihn einfach eiskalt angesprochen habe. Und ich glaube, das ist auch das Richtige, was ein Streamer machen sollte. Guckt euch in eurer Community um, in eurem Marktsegment. Wer käme denn da in Frage? Und dann schreibt einfach ein paar Mails an die verschiedenen Unternehmen. Ihr glaubt gar nicht, wie easy das ist. Manche antworten überhaupt nicht. Ist auch egal. Macht nichts. Schreibt den nächsten an. Irgendeiner wird antworten und dann seid ihr im Geschäft. Ja? Und dann müsst ihr gucken, dass ihr dabei, so wie Nils ja schon gesagt hat, auf einer Ebene bleibt. Ihr seid Vertragspartner, gleiche Ebene, absolut gleich. Und das müsst ihr im Hinterkopf behalten und dann kann das gut funktionieren. Ja. Amen. Aber ihr müsst natürlich auch eine gewisse Größe erreicht haben. Also Ja, natürlich, klar. ich würd mit meinen 20, 30 Zuschauern jetzt nicht irgendwie rausgehen und Microsoft nach einem Sponsorvertrag fragen oder so. Nee, natürlich nicht. Also klar. Aber ja, ich weiß auch nicht, wo die Grenze da anfängt. Also ich bin ja selbstbewusst genug und habe dann einfach irgendwann angefangen und habe einfach mal Ja. geguckt, ne? Und ich bin ja in einer Nische, da ist ja dann auch, ich brauche keine 2000 Zuschauer, ja, sondern die Nische ist sowieso begrenzt nach oben. Und insofern hat das ganz gut funktioniert und ich kann mich nicht beschweren. Also das war okay für mich und ich glaube, ich habe nie meinen Sponsor im Stream erwähnt. Können meine Viewer können das wirklich bestätigen? Ich finde das auch nicht unbedingt zwingend notwendig, dass man da ständig drüber redet. Also ich meine, der Link unten drunter, dass du irgendwie einen Banner einblendest oder so, dass wenn du 8, 9 Stunden am Tag streamst, ist das Werbefläche genug. Und ich finde es halt unerhört, wenn dir da irgendeiner noch irgendwie welche Sachen dann andrehen will. Und nochmal, um das kurz klarzustellen, das war nicht mein Beispiel mit Linecast, okay? Also Linecast ist immer noch bei mir, ist alles cool.
Das ist halt, es wird ausverschämter, weil andere Leute halt sehr naiv sind und das einfach zu sich nehmen, sozusagen. Lasst uns doch mal, die Frage finde ich sehr cool, die kommt von Fabulina. Lasst uns die mal aufgreifen. Die neue Kategorie Kreativ, was haltet ihr davon? Gehört es wirklich auf Twitch backen, häkeln und Co.? Was denkt ihr? Ja, ich finde es gut, es gehört absolut. unbedingt. Das ist, was viele ja nicht wissen, das ist im Prinzip, wo Twitch überhaupt herkommt, ne? Aus, nicht jetzt aus dem Creative-Bereich, aber aus dem Livestreaming-Bereich im Allgemeinen. Twitch war vorher, bevor sie Twitch hießen sie ja Justin TV, richtig? Und das hat damit mit einem kleinen Projekt angefangen, dass ein Typ einen Laptop sich in den Rucksack gepackt hat und 24 Stunden am Tag sich live gestreamt hat, halt auf Justin TV eben. Und daraus ist dann quasi das Livestream erst entstanden. Und irgendwann dann kamen die auf die Idee, eine eigene Kategorie für Games aufzumachen, halt auf dieser Homepage. Und daraus ist im Prinzip erst Twitch entstanden. Justin TV mittlerweile gibt es nicht mehr. Also zumindest nicht mehr die Seite, glaube ich. Nur noch das Unternehmen, die immer noch halt für Twitch, glaube ich, zuständig sind. Beziehungsweise mittlerweile, ich weiß ich gar nicht mehr, wie das mit Amazon abläuft, da habe ich jetzt keine Insights zu. Aber Twitch, und jetzt muss halt Twitch im Prinzip, da es jetzt Justin TV nicht mehr als diese Livestreaming-Seite, ja genau, als diese Livestreaming-Seite für das ganz andere Gedöns mehr gibt, haben die halt quasi logischerweise sich dazu entschlossen, das wieder etwas zu erweitern. Halt nicht nur Gameplay live zu streamen, sondern halt auch andere Sachen, die zumindest Gaming-related sind. Und wenn man sich jetzt hier die Creative-Schiene anguckt bei Twitch, ich finde das super. Also wie gesagt, wir haben ja schon häufiger heute den Namen Schnatzi erwähnt und die macht das perfekt. Also die häkelt halt in ihren Streams, die macht auch super lange Streams, so wie ich da letztens gesehen habe. Ne? Die streamt ja teilweise fast 12 Stunden und häkelt dann halt Sachen, die halt auch mit dem Gaming zu tun haben, also Schokobos zum Beispiel oder solche Geschichten. Und das sind dann halt super entspannte Streams, bei denen man dann gerne mal irgendwie, weiß ich nicht, also ich zock da gerne mal nebenher und höre halt nebenher ihre Musik und gucke ihren Stream halt. Und ich finde das perfekt. Also ich finde, das gehört absolut auf Twitch. Und jeder, der sagt, das gehört nicht hierhin, der, weiß ich nicht, Ja, der sollte mal darüber nachdenken, was Meinung ist. jeder, der das sagt, genau, frei, ne? Und vor allen Dingen, der weiß nicht, wo Twitch herkommt, ne? Also Twitch ist nicht Gaming, ja, das ist es heute, also für viele. Aber eigentlich, wie du schon zu Anfang gesagt hast, Twitch war nie Gaming. Die Wurzeln lagen woanders. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass eigentlich dieser Kreativbereich auch game-related ist. Wenn ihr euch anguckt, wie viele Leute Cosplays machen, wie viele Leute da zum Beispiel so wie Vitalderer mit dem Leder richtig schöne Sachen machen, die auch so manchmal game-related sind. Oder Leute, die Statuen bauen oder. Also es ist schon game-related und es ist auch sehr schön, dass es das gibt, meiner Meinung nach. Weil ich gucke zum Beispiel bei Krautmeiner immer gerne zu, wenn der seine Zeichnung macht. Weil mich das einfach interessiert. Ein bisschen Musik hören nebenbei, das ist ganz entspannt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, warum soll es nicht passieren? Zum Beispiel beim Kochen. Wenn wir jemanden zugucken beim Kochen, dann kann man endlich mal lernen, sich nicht ständig eine beschissene Pizza zu bestellen oder eine Linsensuppe zu essen, sondern mal was Richtig. kochen zur Abwechslung. Das kann auch animierend sein. Oder die Musik zum Beispiel. Wie viele Leute haben im Hintergrund den Monster Cat Stream laufen, der da 24-7 läuft und dein Past Broadcast wird nicht gestrikt? Also, ich finde es gut, dass sie es machen. Und es hat auch, es soll auch weiterhin so bleiben, weil ich finde es schön, dass sie immer mehr zu hierher bringen zu Twitch. Also gerade Ich würde was auch den super Content. gerne mal irgendwie so einen Creative-Musik-Stream irgendwie bei mir machen, wo ich einfach ein bisschen Musik produziere. Leider fehlt mir halt die Software dazu. Den kann ich das nicht, aber habe ich auch schon häufig überlegt. Einfach irgendwie so Chiptunes oder sowas halt selber irgendwie komponieren, dabei zu streamen. Weil das Stream macht alles einfach besser. Ja, Fast alles. das Manches stimmt. sollte dann vielleicht nicht gestreamt werden, aber. Also ich gucke bei diesen Kreativbereichen sehr gerne im Zeichenbereich, weil ich in Photoshop fit bin.
Und ich habe selbst überlegt, ob ich vielleicht mal so außerhalb meiner normalen Streams einfach mal einen Kreativstream mache und Photoshop, Bildbearbeitung, professionelle Bildbearbeitung für Werbefotografie, Modefotografie mache, weil das ist ja mein Job. Da kommen übrigens die Mädels her, da war vorhin eine Frage im Chat. Die kommen aus der Mode- und Werbefotografie. Aber ich habe immer noch nicht so richtig die Zeit und Lust dazu gefunden, weil das ist halt für mich Arbeit. Das heißt, das mache ich normal, ja. Damit verdiene ich mein Geld. Und da sind natürlich auch viele Techniken dabei, die dann, ja, die Geld wert sind, sage ich mal so, weil andere sie nicht können. Und das ist dann halt wieder so ein zweischneidiges Schwert. Was ich aber selber gerne gucke, ist zum Beispiel Raz TV. Das ist ein englischer Streamer, der steht da mit seiner E-Gitarre und spielt mit so einem E-Gitarre mit so einem Spiel. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist nicht dieses normale, Ja. wie heißt das? Rocksmith heißt das. Rocksmith. Das hat er da laufen, hat eine Gitarre oder zwei. Und da kann man sich Lieder wünschen, der hat eine riesen Bibliothek irgendwie da, den kann man wohl in diesem Programm so laden. Und der spielt Musikstücke auf seiner Gitarre. Und zwar auch Stücke, die er noch nie gespielt hat. Und ich sitze davor und ich kann da über nichts glauben, wie das geht. Der liegt so bei 90, wenn er ein Stück noch nie gespielt hat, liegt er bei 90%, ja. Und das sind Riffs dabei, ja. Also die wirklich Hardcore sind. Und der Typ, der ist einfach genial. Der macht noch gar nicht lange und ist inzwischen wirklich so ein kleiner Shooting-Star in der Szene, in dem Kreativbereich. Der ist also von 0 auf 100, der ist gepartnert und hat Follower und Viewer. Aber der ist eben auch genial. Der hat seine Nische, ist wieder die Nische, ja, in der er einfach speziell gut ist. Und ja, und das macht Spaß. Und ansonsten gibt es halt noch viele, so Teilderer zum Beispiel, gucke ich sehr gerne zu, wenn er seine Lederarbeiten macht. Das ist einfach genial, das könnte ich nicht. Ich bin immer wieder fasziniert, mit welcher Ruhe und der dabei ist und dass das so rechtklöppelt da, Bei dem Teil daran wusste ich gar nicht, dass das geht. ne? Ja. Und das ist echt faszinierend. Und er lässt sich da ja sehr, sehr viel Zeit bei. Und es braucht ja auch Zeit, so eine Gürtel oder Portemonnaies oder was auch immer macht. Das ist schon genial. Also ich finde diese ganzen Kategorien, es gibt ja noch andere, also Musik gibt es ja nicht nur, es gibt ja noch Poker, was ich im Übrigen nicht so toll finde, außer wenn Profis da sind. Daniel Negreanu, für die Pokerspieler unter euch, die kennen Daniel Negreanu natürlich, ist ein Kanadier, weltbekannt und Profi-Pokerspieler, und der hat ein paar Mal auf Twitch gestreamt, leider im Moment nicht mehr. Heute hat er Und wieder. das hat er wieder. Jedenfalls, das ist geil, Daniel Negreanu zuzugucken. Der Typ, der ist einfach auch sympathisch, ja. Das ist eigentlich ist der so, wie ein Streamer sein sollte halt, ne? So ein Community-Liebling, Community-Star. Der hat unheimlich gute Fähigkeiten, mit Menschen umzugehen und spielt halt exzellent Poker. Und alles andere, was die da Online-Poker und so, das finde ich dann nicht so spannend, ne? Aber wie gesagt, für mich ist das ein Muss, diese Kreativ-Kategorie. Und ich bin immer, stundenlang kann ich damit verbringen. Ja, es sind halt wieder die Leute, die extrem gut sind darin, denen man Ja. halt gerade deswegen gerne zuguckt, ne? Weil Genau, die fallen wirklich fast alle in die Kategorie 1 dann, ne? ja. Da haben wir übrigens eine sehr passende Frage von Dr. Arkek. Wie sieht euer Alltag vor allen Dingen rund um den Stream herum aus? Wie viel Zeit steckt ihr in euren Stream und in die Community? Das ist der perfekte Übergang. Ihr habt quasi gerade gesagt, ihr guckt 23 Stunden Stream und eine Stunde streamt ihr. Sehe ich das richtig? So sind eure Tage? Nee, so viel ist es wohl nicht. Aber ich habe jetzt dieses Wochenende, ja, ich habe für einen 8-Sekunden-Trailer, der vor meine YouTube-Videos kommen soll, weil ich den austauschen wollte, habe ich irgendwie 12 Stunden After Effects geübt. Ja. Aber ich habe meinen Trailer selber gemacht und mir nirgendwo gezockt und nirgendwo geklaut und nix. Also das Ding habe ich selbst in After Effects erstellt, bin total stolz drauf, aber es hat 12 Stunden gedauert für 8 Sekunden Trailer. Und der ist nicht mal besonders, ja, sondern einfach nur, ja. Und also man steckt schon sehr viel Zeit rein. Wir haben auch überlegt, hier für den Plankenschnack vielleicht ein paar Videos, so also Einspieler oder so. Das ist so irre zeitaufwendig. Also nur das Streamen alleine ist es nicht. Da geht schon eine ganze Menge Zeit noch drauf, die nebenbei ist, nicht, um das vorzubereiten. Slevy?
Ich stecke momentan noch nicht mal Zeit ins Stream, von daher kann ich das schlecht beantworten. Das ist natürlich perfekt. Also dein Alltag ist eigentlich außerhalb vom Stream nicht streamen sozusagen. Richtig. Ja, momentan, nächste Woche wieder. Nächste Woche werde ich wieder streamen. Diese Woche habe ich mir mal ein bisschen Zeit für mich genommen und den Witcher, dass ich mal endlich Witcher spielen kann, weil da habe ich schon so lange drauf gewartet. Und echt sagen, dieses Spiel ist genial. Ist ein geiles Spiel, ja. Das hat sich Skyrim genommen und sich damit den Popo abgeputzt, wirklich. Also, da kann man nichts anderes zu sagen. Egal, ohne davon abschweifen zu wollen. Wo waren wir? Ja, eigentlich wollte ich jetzt gerade erzählen, wie ich meinen Tag verbringe. Und Ach so, genau, dass dein ich Tag. seit 2 Jahren meinen Tagesablauf immer noch nicht logistisch geregelt habe, weil sich eigentlich alles bei mir um den Stream dreht. Also, ich hatte da mal mit Stay drüber gesprochen, den ich ja schon nun sehr lange kenne, bestimmt schon fast 1,5, 2 Jahre. Und wir sehen das eigentlich ganz genauso. Wenn du Vollzeit streamst, lebst du deinen Stream. Dein Privatleben ist dein Stream und du hast nichts mehr privat. Also deine Freunde sagen sich los, weil sie es entweder nicht verstehen können. Oder sie das einfach nicht nachvollziehen können, warum du eigentlich 20 Stunden von 24 nicht erreichbar bist und in den anderen 4 schläfst du. Und man baut sich eigentlich, also bei mir ist es zumindest so, als Vollzeitstreamer, der damit sein Geld verdient, bei mir ist es so, mein Leben baut sich um den Stream rum auf und nicht andersrum, dass mein Stream sich um mein Leben baut. Also ich habe ganz viele Freunde verloren, ich habe neue Leute kennengelernt. Ich habe Menschen letzte Woche besucht, die kenne ich aus dem Stream. Das war eine herzliche Begegnung. Das sind meine Freunde. Und der Tagesablauf ist halt bei mir aufstehen, duschen, ein Cappuccino machen, streamen, Pause machen, versuchen irgendwie die Sachen in den 2 Stunden zu regeln, die zu regeln sind. Also sprich, was zu essen machen, ein bisschen Haushalt und dann abends weiter streamen. Vielleicht noch PMs beantworten mittendrin und abends dann halt genau dasselbe. PMs beantworten, vielleicht nochmal was essen und dann sich wieder um den Stream kümmern. Und das ist für mich, also Community-Arbeit ist ja auch mit drin gewesen als Frage. Es ist halt wichtig, im Teamspeak zu sitzen oder sich mit den Jungs wie jetzt hier unterhalten über Gott und die Welt. Das gehört dazu. Und bei mir ist es wirklich so, ich lebe meinen Stream. Also seit einem Jahr, 1,5 Jahre lebe ich das hier. Also das ist Und du mein Leben. streamst dein Leben, Und ich sozusagen. streame mein Leben. Ja. Mehr oder weniger. Und werde immer dicker vom Rumsitzen, weil ich keinen Sport mache. Aber das kommt immer mit dazu. Das bleibt nicht aus, wenn man dann irgendwann drinne steckt in der Geschichte. Ja. Also so ist bei mir zumindest der Tagesablauf. Ja, Ja. definitiv. Irgendwas wollte ich jetzt noch dazu sagen, ist mir wieder entfallen. Ja, Achso, nee. ganz kurz, Ja, ganz kurz. sag. Sparky 512, das war der Name des Streamers mit der Gitarre. Du hattest danach gefragt. Bitte schön, Slavi. Achso, meinst du mich oder was? Ja, du bist der Streamer mit der Gitarre, genau. Du bist Also. genau der Streamer mit der Gitarre. Bin ich der Junge mit der Gitarre? Ich bin der Streamer mit der Gitarre. Genauso sieht's aus, Die ja. ich nie im Stream spiele, by the way, Die steht da aber nur, um das die hatte Ladies jemand zu auch kriegen. gefragt. Ja, richtig, die steht einfach nur da, Weil weißt du? du die Frauen kriegen willst. Genau. Mädels, die Ladies. Nee, das hatte jemand gerade gefragt, warum streame ich nicht einfach Witcher, wenn ich Witcher spiele? Das kann ich ganz einfach beantworten, weil ich mir dieses Spiel nicht kaputt machen möchte. Das ist einfach so ein Spiel, ich möchte dieses Spiel. Witcher ist einfach, ich will dieses Spiel atmen. Ich möchte mich richtig tief drin verlieren. Und wenn ich streamen würde, dann könnte ich das nicht. Weil dann müsste ich immer halt vorm Bildschirm bleiben und immer auf den zweiten Bildschirm gucken, mich mit euch unterhalten, dann wieder Spiel spielen und so. Ich habe das nie gelernt. Es gibt Leute, die können das. Ich persönlich, nee, deswegen streame ich halt hauptsächlich Minecraft, einfach weil es einfach nicht so ein Spiel, es hat halt keine Story. Minecraft hat keine Story und deswegen muss ich mich da nicht irgendwie drin verlieren. Und wenn ich so ein Spiel spiele halt wie Witcher, das ist einfach wie so ein Buch in die Hand greifen und wissen, ich muss heute den ganzen Tag über nichts mehr machen. Ich kann mich einfach nur noch in diesem Buch verlieren. Und so ist Witcher halt. Und ja, ich wusste das vorher schon und deswegen habe ich es nie gestreamt. Ich hätte es mir einfach kaputt gemacht durch Stream. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das halt nicht dazu.
Der Slayer fragt noch bei Twitter, was würdet ihr gerne mal streamen außer Games? Da habe ich auch gerade noch dran gedacht, als wir bei Creative waren. Ich würde gerne mal Legos streamen. Ich würde gerne mal irgendwie mir so ein richtig gutes Lego-Set kaufen und das einfach bauen. Du bist gerade, du musst dichter rangehen. Du hackst gerade ab. Ja. Ich hacke ja, ab. Du hast gerade abgehackt, ja. Du warst so da bist aber nicht mehr der erste Slabby, das wurde schon alles gemacht. Genau. Ja, das weiß ich, dass das schon gemacht wurde. Das habe ich auch schon gesehen, aber trotzdem würde ich gerne mal. Aber es gibt halt noch, glaube ich, die Kategorie nicht. Doch, nicht? Creative. Ja, oder ja, soll's Creative. Soll es ja jetzt eine Kategorie Slapsticks Lego-Paradies geben? Oder was? So. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Naja, da wird doch keine Lego-Kategorie kommen, oder was? Das ist doch Creative, Mensch. Warum? Lego, dann kommt Duplo. Also ich würde super gerne endlich mal meinen blöden Kochstream machen. So richtig, richtig wildes, eskaliertes Fettessen, das du ausbringen kannst. Also nicht wir machen heute einen auf gesund und machen uns Gemüsesalat, sondern richtig schöne Eskalation in der Küche. Bacon Stripes. Bacon Stripes. Und das nehme ich mir schon seit verflucht nochmal einem Jahr, nehme ich mir das vor und habe es immer noch nicht umgesetzt. Und ich hasse mich dafür. Und da kommt wieder die Logistik rein. Logistik ist nicht vorhanden. Ja, aber das würde ich gerne mal streamen wollen, ja. Das wäre natürlich viel Arbeit, ne? So ein richtig die Küche irgendwie abzustreamen. Da brauchst du ja mehrere Kameras und sowas. So ja, mehr oder weniger, ja. Das wäre nicht das Problem. Das Problem ist nur die Übertragung durch den Raum. Da ist halt, habe ich immer noch keine Lösung gefunden. Ich muss aber dazu sagen, ich löse mir erst andere Probleme und schiebe das Problem immer weiter auf irgendwie. Story of my life. Ja. Aber dafür sind die anderen Probleme gelöst. Wie ist es bei dir, Greg? Ja. Was würdest du gern streamen? Shadri. Mm. Weiß ich gar nicht so recht. So richtig, nö. Also, wie ich schon sagte, mit der Bildbearbeitung, das könnte ich, wäre sinnlos, weil das mein Job ist. Und im Grunde genommen sonst fällt mir eigentlich nichts ein, was man streamen könnte. Also, ich bin ja Funkamateur und das kann man nicht streamen, ja. Dazu wüsste ich noch einiges zu erzählen, aber es macht auch keinen großen Sinn, im Stream ein Funkgerät zu bauen. Zumal keiner mehr genau weiß, wofür man das überhaupt braucht. Die Generation Handy hat sowieso vergessen, wie man Geräte baut. Also das ist halt so ein Generationsding. Also ich wüsste da im Moment eigentlich nicht so richtig. Vielleicht mal was anderes, keine Simulation. Ja, einfach mal so normal. Aber das geht mir dann auch so wie Slabby. Wenn ich ein Spiel habe, das wie Witcher zum Beispiel, das will ich nicht streamen, weil da will ich dann auch wirklich. Ja, beim Stream bist du ja ein bisschen gefangen. Du musst dann immer vom Bildschirm, du wirst permanent beobachtet und musst dich um deinen Chat kümmern und so. Und da kann man nicht so richtig in so ein Spiel eintauchen. Also ich könnte es genauso wenig wie Slabby. Andere Streamer können das, weil das ist deren Daily Business halt, ne? Und nö, da fällt mir eigentlich nicht so, nö. Aber ich habe noch was zur Generation, weil Slayer hatte noch eine Frage gestellt und das passt jetzt ganz gut. Das ja, ist eine super Überleitung. Ja. Wie findet ihr diese neuen deutschen Redewendungen, wie so Wörter wie YOLO, ich weiß überhaupt nicht, was das ist, chill dein Leben, okay, das weiß ich, aber ich glaube, das bedeutet was Böses. Ich könnte mir vorstellen, dass das abfällig ist. Dann Tweef, da weiß ich auch nicht, was das ist, läuft bei dir. Ja, das ist kenne ich. Also, ich sag mal so, Slayer, das ist ein Generationenproblem. Ich kann das weder gut noch schlecht finden. Meine Eltern fanden überhaupt nicht witzig, als wir anfingen. Ich weiß aber nicht mehr, was bei uns so in der Jugend die Wörter, die Hipster-Wörter waren. Jede Jugend. Oh, jetzt aber, Garak lädt sich aber weit vor das Fenster hier, ja? Also auf, was du sagst. Nee, ja, aber eben, nee, was hat er... Bourgeoisie. Nee, das Wort, was hat er denn jetzt? Die Hipster-Wörter. Und das in deinem Alter. Wie kannst du denn Hipster sagen, wenn hier der Hipster-König sitzt, ja? Oh Mann, Hipster, sagt er. Aber ich hab echt, also wie gesagt, das ist eigentlich so ein Generationending. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich das gut oder schlecht finde. Es ist halt so. Ja, die Erde dreht sich weiter und ich kenne definitiv Leute in meinem Alter, die schon gestorben sind. Also nicht wirklich gestorben sind, sondern im Kopf tot sind. Ja,
weil die wirklich alt sind im Kopf. Und ich zähle mich da nicht zu, mit manchen Dingen allerdings schon. Also das kann man nicht abstreifen. Also wenn man die Lebensjahre hinter sich hat, dann hat man sie halt hinter sich. Dann ist man halt 30 Jahre weiter als andere. Und das kann man auch nicht verbergen. Und ich will es auch gar nicht. Und man will es ja eigentlich auch gar nicht. Was für mich immer okay ist, also was ich schlecht finde jetzt im Zusammenhang mit solchen, ich sag mal, neuen Redewendungen. Ich finde, dass die Sprache oder die Gesellschaft verroht zunehmend. Und der Respekt, ja, das ist immer so lustig, wenn man immer so in Filmen oder klischeehaft sieht, gerade bei den türkischen Mitbürgern, die immer Respekt fordern. Ja, das ist in schlechten Filmen sieht man das immer. Ich kenne keinen Türken, der Respekt fordert, also jedenfalls nicht so wie in den Filmen, ja. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die Unterschicht wird immer breiter und die Oberschicht auch und dazwischen ist die Mittelschicht verschwunden, ja. Und dadurch entsteht sowas. Und aber solche Wörter hat es in jeder Generation hat ihre eigenen Wörter gehabt und jo, insofern. Ich verstehe sie ja meistens nicht. Insofern ist es ja ganz gut, ist ein ganz guter Schutz. Wenn mir irgendeiner was sagt, verstehe ich ihn halt gar nicht. Ist eine andere Sprache für mich. Ne? Ja, es wird immer alte Leute geben, die sich über jüngere Leute aufregen. Ja, das ist so. Das haben wir genauso gemacht. Als ich jung war, habe ich mich auch über meine Eltern aufgeregt. Was sind das für Holzköppe? Ja, Die eben. wissen ja gar nicht, wie das Leben funktioniert. Die sind ja schon voll tot. Ja, und heute sagen die das über mich. Also, ja, es ist einfach normal. Das ist das Leben. Wobei. Man darf nur nicht selber, Entschuldigung, man darf nur nicht selber der totale Spießer werden. Ja, da muss man versuchen, das zu verhindern. Aber ich glaube, man kann das selber nicht verhindern, weil man es nicht mitbekommt, dass man plötzlich ein Spießer ist. Ich habe Glück, ich arbeite nur mit jungen Menschen zusammen und dadurch kann ich das gar nicht werden, weil ich doch sehr viel mitbekomme. Allerdings sagen meine Models nie, chill dein Leben. Also das habe ich noch nicht gehört. Das kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, Aber kennst du nicht Chill dein Leben? Chill dein Ja, Leben habe ich noch Chill nie dein, das gehört. kommt, glaube ich, von Chill deiner Basis, kommt das. Also, ich sag mal, bei mir ist es so, also wenn jemand schon in jedem Satz Digger sagt, dann wird mir schlecht. Zum Beispiel. Digger, 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 alte Digger, 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 was ist denn los? Red doch mal normal. Die Leute kriegen halt keinen Satz mehr raus. Und genau an dem Punkt möchte ich eingreifen, dass Menschen gar nicht mehr normal reden können. Richtig. Mal auf die, abgesehen von den Anglizismen und von den Redewörtern, Menschen können sich gar nicht mehr artikulieren. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass ihr kaum noch normale Sätze lesen könnt, ohne Alter und Digger als Füllwörter? Also ich habe es mir abgewöhnt, weil ich das, ich sag mal, ab und zu kann man ja mal Alter sagen oder so und Scheiße etc. pp. Das ist ja ganz normal. Aber wenn ich im Stream immer so, yo, Digger, Digger, yo, yo, hast schon gehört? Wenn ich mir so Was denke. heißt denn jetzt? YOLO, was heißt denn YOLO das? heißt You Only Live Once, was wir früher, weil wir haben ja, wir Ah. waren früher nackt baden in einer geschlossenen Badeanstalt und haben nicht vorher geschrien, YOLO! Und haben es bei Twitter hochgeladen, wir haben es einfach gemacht. Ja, Aber genau, so damit kenne man ich das das. heute noch twittern kann und bei Facebook und YouTube, muss man vorher noch YOLO schreien. Ach so, Da, alles sonst klar. kriegt es keine, das ist wie Hashtag Plankenschneck, nur da heißt es Hashtag YOLO und dann lädt man so ein Bild hoch ungefähr, weißt du? Okay. Das ist halt. Also diese neumodischen Redewendungen sind eigentlich, läuft bei dir, rutscht ja jedem mal raus. Die sind schon ganz, ganz gut, aber der übermäßige Konsum oder die übermäßige Benutzung davon ist halt grauenvoll. Furchtbar. Und ich kann das Wort Digger nicht mehr hören. Also wenn irgendeiner in 5 Minuten, wenn ich einen Stream gucke und da sagt einer in 5 Minuten zweimal Digger, mache ich schon aus. Habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Also Digger, 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 Hier, Digger, Digger. Ara hat das gerade richtig. Es gibt übrigens einen einzigen Satz, in dem nur ein Wort vorkommt, das gleichzeitig Subjekt, Prädikat und Objekt ist, und das ist Moin. Und das sagt man im Norden. Ja, die Leute Das aus dem ist so. Norden wieder. Ja. Die Leute aus dem Norden wieder. Das ist ein Satz. Also Moin ist ein Satz. Fertig. Ausrufezeichen fehlt noch. Ja, das stimmt. Ja.
PitchUp hat gerade noch was reingeschoben vor 2 Minuten. Und zwar, mal abgesehen von Twitch, was wäre euer größter Wunsch, den ihr euch nochmal erfüllen wollen würdet, egal was es kostet? Garak, die Frage geht, glaube ich, an dich, weil wir sind noch nicht so alt, dass wir auf dem, weißt du, so Druck haben. Wie war die Frage mit dem Wunsch, steht das in Twitch hier? Ja, mal Twitter? Abgesehen von Twitch, was würdest du gerne nochmal machen? Also egal, was es kostet. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin wunschlos glücklich. Also so richtig ernsthaft. Ja, wenn ich es könnte, und ich kann es leider aufgrund meiner Gesundheit nicht, wenn ich es konnte und das irgendwie möglich wäre, scheißegal, was es kostet, würde ich gerne einen Flugschein noch machen. Und das glaube ich schon. Das wäre so das, die Krönung. Ja, alles andere kann ich mir irgendwie auch so, ja, aber das ist sowas für mich Unerreichbares, weil ich einfach das medizinische Go nicht kriege. Und deswegen ist es auch unerreichbar. Aber das wäre es. Also wenn das irgendwie geht, das wäre das Ultimative, ja. Alles andere ist irgendwie machbar, was man will, so. Also ich habe da keine großen, ich brauche kein Ferrari, ich halte das für Geldverschwendung, so teure Autos zu fahren und viele andere Dinge. Ich brauche keine große Motorjacht und gar nichts. Also ich bin schon vielen Ländern gewesen in meinem Leben. Also ein Flugschein, das wäre für mich das Absolute, aber wie gesagt, nicht machbar. Okay. Schleppi? Das wäre mein größter Wunsch, ja. Ich? Aber du hast doch, mal ganz kurz, Entschuldigung, Slappy, aber du kannst doch schon fliegen, oder nicht? Also ich meine, ja. Du brauchst doch jetzt, du kannst hunderte Flugstunden vorweisen. Kannst du jetzt in der Theorie nicht hingehen bei der Raumfahrtbehörde China Nordwest, nee. Ja, und dann sagst du, Digga, na, damit ihr ja mal, damit wir jetzt mal Yolo. Hier zurückkommen. Digga, ich habe hier schon 280.000 Flugstunden. YOLO, gib mir den Schein. Meinst du nicht, dass das läuft geht? Bei dir. Läuft bei dir. Das geht leider nicht, ne. Ach so, na gut, schade, hätte ja klappen können. Ja. Slappy? Also ich hätte kein Problem, den Flugschein zu machen. Theorie, Praxis, völlig Latte, das ist total easy. Also es ist nicht mega easy, aber es ist jetzt nicht schwer, ja. Aber wie gesagt, der Stempel vom Arzt und den kriegt halt nicht jeder. Und das ist auch gut so, auch wenn es mich nervt, aber es ist natürlich gut so. Man möchte natürlich schon wissen, dass da oben Leute rumfliegen, die nicht gleich einen Herzkasper kriegen, ne? Ach so, also du bist doch schon okay. Du bist doch noch jung und sportlich. Der immer zwei, ne? Also. Ja, ich nicht in den Kleinmaschinen. In den Kleinmaschinen bist du alleine. Achso, in den ganz kleinen. Aber das sind ja keine Personenbeförderungsmaschinen. Naja, da eine Familie passt da schon rein. Ja, gut. Ja, das ja, gut, aber ja gut. Wenn du alleine also fliegst und einen Herzkasper kriegst, Garak, dann was willst du machen? Ja. Ja, gut, da bin ich jetzt nicht gefährdet, so richtig, aber so. Trotz alledem. Ja, es ist schade. Aber naja. Das wäre, glaube ich, mein größter Wunsch, ja. Aber das sind ja immer die man nicht erreichen kann, oder? Ist es nicht so? Weil alle anderen kann man sich ja selber erfüllen. Und ich finde, so der größte Wunsch ist eigentlich immer etwas, was man so zumindest vermeintlich nicht erreichen kann. Ja. Glaube ich. Slavi? Also ich bin mal im Cockpit mitgeflogen bei einem Freund letztes Jahr auf einer Rückreise aus Mallorca. Ich fand das jetzt nicht so spannend, muss ich sagen. Boah, das ist total spannend. Ja, ja. Also ich fand es cool, dass du viel, viel mehr sehen kannst im Cockpit. Du hast ja echt so eine 180 Grad Rundumsicht als jetzt hinten. Und es ist viel angenehmer da vorne. Aber ich fand, das war jetzt nur rumsitzen, Zeitung lesen und ab und zu mal ins Funkgerät sprechen. Also, aber so gehen Geschmäcker auseinander, ne? Ist das? Ja, es ist schon, ich bin ja schon aufgeflogen und mitgeflogen. Und das ist einfach... Es ist faszinierend über den Wolken oder durch die Wolken oder was auch immer. Es ist einfach, du bist so frei da, ne? Also das ist gerade in der kleineren Maschine. Ich meine, in so einer Passagiermaschine, da bist du halt am Arbeiten, ne? Also das ist Job, ja. Das ist was völlig anderes. Und gerade diese Malle-Flieger, die dann am Tag 4 verschiedene Strecken fliegen, das ist wie Busfahren, ja. Das ist harte Arbeit mit mehr Verantwortung als ein Busfahrer, ja. Aber auch nur bedingt mehr.
der kann auch 30 Leute in den Tod bringen. Ja? Also insofern ist das, wenn er Scheiß baut, so ein Busfahrer, der hat auch, gerade bei den Busfahrern, das ist ja dramatisch, finde ich, nicht? Wenn man da mal überlegt, die verdienen keine 2000 Euro brutto, ja, und fahren da 30 bis 60 Leute durch die Gegend, ja, und ein Pilot verdient 8000, ja, und also stimmt das Verhältnis sowieso nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn ich jetzt Wir mal waren bei den Wünschen. aus meiner Flugerfahrung kurz das nochmal aufgreifen darf, ja. Die ist ja Also, ganz frisch. wollte ich gerade sagen, ich bin letzte Woche bin ich ja geflogen. Also für mich war das ein Überlebenskampf. Also ich habe da ja drinnen gesessen wie eine Ölsardine. Ich bin ja, habe ja ein dickes Heck, ja. Also steht ja auch hinten dran, es schwenkt aus. Also ich fühlte mich wie eine Ölsardine. Ich hatte mehr damit zu tun, zu überleben 40 Minuten, als dass ich genießen konnte, dass ich über den Wolken fliege. Zumal, weil auch immer irgendwer vorm Fenster saß. Also für mich gab es da noch nie so die Erfahrung mit dem Fliegen. Aber Fliegst du nicht so häufig? nee, also eigentlich nicht. Ich, außer auf die Schnauze oder mit Autos aufs Dach beim Einparken, nicht so viel, nee. Nee. Aber dein Wunsch, Ja. Slappy, was möchtest du noch mal machen? Also bei dir kann ich mir ja vorstellen, du willst mal irgendwann irgendwo auf eine, Brücke stehen und einen riesen Song anreißen mit der Gitarre. Ich flieg sowas. Ach hier, Mit Kamera. ja. Ja klar, mit Kamera. Gibt's jetzt, habe ich letztens gesehen. So Leute, die Rennen fahren mit so Drohnen. Da ist dann so eine Kamera dran und dann haben die halt quasi so eine Oculus an. Und dann fliegen die da quasi mit nebenher. Also die sitzen dann in einem Hocker daneben, neben der Strecke, aber fand ich ganz witzig. Das kommt bei Twitch. Jedenfalls, du hast das schon sogar schon tatsächlich ganz gut getroffen. Ich will tatsächlich irgendwann mal eine richtig guten Metalband spielen und richtig so eine richtig schöne, dicke Bühne ausfüllen mit richtig vielen Zuschauern. Da musst du aber noch Das ein wäre so bisschen ein. essen, damit du die Bühne ausfüllst. Oder Ja, klar, du das kann ich fragst mir gut mich, setz dich vorstellen. einfach hinten drauf wie bei Mad Max, ich füll dir die aus, das ist kein Problem. Nee, aber das, so Rhythmusgitarrist bei einer richtig guten, weiß ich nicht, Donner-Metal-Band, irgendwie sowas. Das würde ich gerne machen. Aber ich habe Musik erstmal beiseite gelegt, weil ich halt streamen wollte und deswegen verstehe ich mit meinem Namen Ach so. Slapstick. Also ich würde gerne, um die Frage ganz schnell zu beantworten, ich würde gerne einen Monat lang ins Himalaya. Das möchte ich irgendwann mal machen, wenn ich groß bin. Und wenn ich das gesundheitlich noch hinkriege, würde ich gerne auf Mount Everest. Ja. Das ist so mein Traum. Da musst du aber eins muss dir Bisschen klar abnehmen. sein, ne? Ich weiß, ich muss noch ein bisschen was machen dafür. Da, ja, nicht nur das, sondern das wird der Flug deines Lebens, ne? Du musst nämlich von Kathmandu Ja. mit dieser Propellermaschine auf den übelsten Flugplatz der Welt, wo Ja. du quasi in Richtung Felswand landest. Das ist echt hardcore. Aber da habe ich ja gar kein Problem mit, weil da habe ich ja Freiheiten. Da sitze ich ja nicht wie eine Ölsardine. Da kann ich das ja genießen, verstehst du? Dizzy am Ja, Rand das seines stimmt. Lebens. Das Also, da stimmt. hätte ich schon Bock. Das würde ich, glaube ich, auch streamen, aber da gibt es ja Internet. Da müssen wir dann mal gucken, was die Mobile-Verträge sagen da oben. Vorhin hat gerade noch, wo wir gerade von unseren Träumen gesprochen haben, jemand gefragt, wie alt wir sind. Das könnten wir theoretisch mal kurz einwerfen. Ja, fangen wir mit dem Jüngsten an. Ja, 30. Also, 30. ich bin Slap, auch 30. ja. Aber ich bin ein paar Wochen älter. Gut. Ich bin Karl. ja fast doppelt so alt wie ihr. 54. Ach, das ist doch noch jung, Mensch. Ja. Das ist doch Das noch ist fast jung. doppelt so alt wie Du ihr. warst mal doppelt so alt wie wir. Ja, eben. Ja, das stimmt. Das war mal. Nee, Das das. stimmt, jetzt bin ich schon älter. Grandios. Ja. Also, wir haben schon ein bisschen Erfahrung, was das angeht. Generell auch was Twitch und das Leben, So, ja, das ja. was das Twitch habe ich Leben möchte. Erfahrung. Ja, beim Leben, Zugucken, ja. Leben würde ich jetzt so nicht sagen. Ich frage, jemand hat gerade lustigerweise bei Twitter gefragt, ob ihr beide im selben Raum sitzt. Warte. Nee. Das, Warte, ich habe gehofft, dass das bei Garak jetzt hier so die Hand rauskommt. weiß ich aber nicht, auf welcher Seite. Hier? Da, genau. ja, genau. Also nein, die sitzen nicht. Nein, sind wir nicht. Wir haben nur beide Greenscreens und das Problem ist, dass wir wir übertragen die Bilder ja per Skype
Und damit das bei Dizzy zusammengebastelt werden kann, das zu dem Geheimnis. Und ja, und da geht halt der Greenscreen nicht bei Skype. Das ist der Grund. Leider nicht. Ja. Also zumindest in der unprofessionellen Lösung. Genau. Ja. Die Profis kriegen das ja irgendwie hin, aber wir nicht. Und die haben da ja auch eine richtige Regie hinten sitzen, nicht diese Amateure, die dabei, Da die sie kam sitzen. Ja. übrigens, gut, dass du Regie sagst, ja, weil vorhin kam nämlich eine Frage, was halten wir von Ask Source? Von was? Von Ask Source. Das ist quasi unser Pendant, sozusagen. Ask Source? Ask Source, ja. Was ist das? Was ist das? Unser Pendant quasi. Pendant? Ja, das ist auch eine Talkshow mit etwas größeren Nummern und Kaliber. Aber anscheinend, Ah, ja. okay, dann Habt ihr, weiß die ich. kam am 19.09. Letzte Woche? Nee. Nicht 19.09. war 16. gestern. 16.09. Ja, Ach 16.09. so, weiß ich natürlich sowas als doch gleich. Borussia-Fan. Das Ja, mit Stay und so. genau. Das Ach, das mit. hieß Source oder wie Ja, heißt das? Ask Source. Ja, hab ich nicht gesehen, aber ich hab mir das, ich hab das mitbekommen, ja. Ja, finde ich in Ordnung. Ist doch geiles Format, oder? Definitiv Ich so. muss Ist das sagen, so ich bin wie dies stolz, dass wir das zuerst gemacht haben. So ein Unsere Quatsch. Talkshow Ja. war 2 Wochen eher. Ist das so wie dies hier, ja, ne? Oder wie? Ja, Viel ja. Spaß. Nur mit Ja. Regie. Also da sitzt halt schon richtig noch jemand dahinter, der Wow. das macht. Das ist hier nicht so mit, Dizzy fummelt meine Ja, Maus zu rum und so. professionell finde ich gar nicht gut. Das machen die Rocket Beans und die sind auch Profis. Also entweder ist man so professionell wie die Rocket Beans oder man macht das so dilettantistisch wie wir. Ich finde, das ist viel netter. Und aber ich habe es mir noch nicht angeguckt. Nee, werde ich mal machen. Gibt es bestimmt Past Broadcast, oder? Das gibt es bei YouTube und sogar auch als Past, als Podcast, also wie bei Ah, uns eigentlich als auch. Podcast, Ja, okay. das Wollen gibt's. wir mit denen nicht mal Tweef machen? Wollen wir Was ist? tweefen? Ah, Also, tweefen gegen Source. tweefen gegen Source, aber ich glaube, da gibt es Kappa-Spam zurück. Also, Naja. ich persönlich möchte da mal ein paar Insider-Informationen bringen. Eigentlich war es mal geplant, dass wir das zusammen machen. Wir haben uns aber dazu entschieden, dass wir alleine bleiben, sozusagen, im Gro gemeinsam, weil wir ein bisschen anders von der Art her sind als die Menschen, die sich dort bewegen, finde ich. Und auch vom Geistigen her läuft das ein bisschen anders. Also nicht dümmer und schlauer, sondern einfach von der Art, wie man sich bewegt und wie man Sachen in die Hand nimmt. Da kann ich euch zum Beispiel das ganz einfache Beispiel geben. Stay und ich sind eigentlich so. Also wenn es um gemeinsames Twittern gegen böse Menschen geht zum Beispiel. Und man kann uns einfach, das geht nicht, in einen Stream schmeißen zum Beispiel. Und das haut so nicht hin. Ich gehe mal davon aus, dass wir dort zu Gast sein werden und die Leute hier zu Gast sein werden, weil ich möchte eigentlich, dass das so bleibt. Aber grundlegend, also ich persönlich habe gar nichts dagegen. Ich fand es cool. Ich habe es mir angeguckt und ich habe mir das komplette Ding angeguckt und war begeistert. Und ich freue mich That's what auch. she said. Ja. Aber das habe ich ja gerade gesagt, oder bin ich jetzt Ja, weiß nicht. nee, 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 ich war. Na. Du hast ja das komplette Ding angeguckt und warst begeistert. Definitiv. Du bist ein Ferkel. Und das noch auf dem Stream. Das ist unprofessionell, Slappy. Muss ich dir jetzt gleich mal sagen. Weißt Im Privaten bin ich ganz, ganz schnöselig. du. Nur im Stream. Auf jeden Fall find ich jetzt selber, da kommt so eine Thematik raus, die haben wir letztes Mal ganz kurz angeschnitten. Die würde ich jetzt gerne doch noch mal ganz kurz vertiefter angehen, was diesen Neid angeht. Weil dort, glaube ich, viele Leute erhoffen sich jetzt daraus, dass man Kacke schmeißt und sagt, so eine Scheiße, das, was Slappy halt ironisch gesagt hat, sie haben es uns geklaut und wie soll ich das sagen? Dieser Neid, nennen wir es mal Neid. Also habt ihr dieses Empfinden oder ist das für euch, dass ihr zu anderen sagt, auch die ihr persönlich nicht unbedingt favorisieren würdet durch ihr Auftreten oder ihr Dasein, habt ihr Also diesen Neid für die Person übrig? Also ich kann das in Persona? einem Satz, glaube ich, meine Meinung kundtun. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ein Schwachsinnspruch. Der war immer schon scheiße.
weil das nichts bringt. Für wen beliebt das dann? Nee, also Alle. nee, ich glaube nicht. Also sagen wir mal so, als ich das mitbekam, das ist ja dann auch schon ein paar Tage her, ich glaube, es war kurz nachdem wir angefangen hatten, meine erste Reaktion war, ja, wieso machen die uns jetzt nach? Und dann hatte Nils den Einwand, ist doch geil, anscheinend sind wir so gut, dass andere uns kopieren müssen. Und da dachte ich, ja, hat er eigentlich recht. Also ich bin da nicht böse drum. Wenn wir kopiert werden, ist das klasse. Aber ich glaube, sie kopieren uns auch gar nicht. Das ist einfach ein eigenes Ding. So, Richtig. und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich sehe da auch keine Konkurrenz in beiden Richtungen nicht. Also es ist völlig Latte. Das Zumal, wenn ich kurz einwerfen Konkurrenzdenken und darf, so weiter. ganz kurz, Was? wenn ich dich Ja? ganz kurz unterbrechen darf, wir kopieren ja eigentlich auch schon wieder noch von wem ganz Ja, anders. ja. Eben. Eben, Genau, also genau. es ist ja nicht der Muttergedanke quasi. Korrekt. Von amerikanischen Streamern kopieren wir ja eigentlich, weil die haben damit angefangen mit solchen Sachen. Vor 2 Jahren schon. Aber ich würde sagen, es ist toll, dass es eine Vielfalt gibt bei Twitch und dass es überhaupt Streamer gibt, die mehr als nur ein Spiel spielen können, die auch und auch so unterhalten können, die auch so eine Meinung haben, die auch so was im Kopf haben und sich quasi dahinsetzen können. Und ich sag mal, wenn ich jetzt so gucke, bis zu 400 Zuschauern im Stream halten können, weil doch irgendwas rüberkommt. Und ich habe jetzt das nicht gesehen live bei Stay, da werden es dann doppelt so viele sein oder ja. Das liegt aber daran, weil Stay an sich schon doppelt so viele Zuschauer hat, berechtigterweise. Und ich gucke ihn gerne, ich folge ihm auch. Und also deswegen, ich sehe da keine entscheidende, also ich sehe da überhaupt gar keine Konkurrenz. Ich finde es sogar gut für die Community, ne? Ein bisschen Auswahl und nicht nur immer Gaming. Ich habe mir extra die Mühe gemacht und das gemacht, während ich Konkurrenz gesagt habe. Ja, habe ich nicht hingeguckt, Entschuldigung. Gänsefüßchen. Habe ich, Also. genau. Deswegen, ich sehe das ja auch nicht als Konkurrenz. Ne? Das Nee. heißt ja nur so. Nee, Und meinte ich auch je nicht, mehr deswegen. Auswahl es gibt, umso besser ist das dann Ja. am Ende auch für mich. So. Eben. Also. Man muss ja auch mal eins mal sehen, wir deutsche Streamer sind auch sowieso eine Minderheit. Die Masse ist englischsprachig und deswegen ist es wichtig, dass in der deutschen Community auch was passiert, ja? Ja. Und dass man auch als Community wahrgenommen wird. Das sehe ich auch so. Ich hatte ein sehr langes Gespräch, muss ich sagen, mit Stay danach nochmal, als ich ihm gesagt habe, dass wir doch dagegen sind. Und das Ding ist halt, man wollte eine Spitze formen und sich als Ganzes geben, so als starke deutsche Community. Und das würde ich mir auch hoffen, wenn das öffentlich mal passieren würde und sich nicht jeder immer gegenseitig so, ja, wie soll ich sagen, anpissen würde. Also, es ist halt irgendwie, ich sag mal, es gab in letzter Zeit so Themen wie zum Beispiel diesen Let's Play Day. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo ein gewisser Herr aus dem Internet, auch aus dem Norden, so ein jungscher Junge dort sich quasi seine Seele verkauft und das halt irgendwie so runterspült. Und da würde ich mir genau in solchen Zwecken, wo ich diesen riesigen, wo es schon danach stinkt, so nach diesem Geld, wo gar nicht mehr das Wichtige eigentlich da drin ist, die Menschen und die Unterhaltung, da würde ich mir wünschen, wenn das doch näher zusammenrücken würde und wir so eine Einheit wären. Also nicht irgendwie in so ein Projekt gepackt und so Friede, Freude, Eierkuchen, wir quatschen alle zusammen, bla blub, sondern dass man in der geschlossenen Gruppe dastehen kann und sagt, okay, pass auf, das, was er geschrieben hat, das würde ich unterschreiben. Also nicht unbedingt in denselben Worten, aber dass man halt irgendwie so einen gemeinsamen Weg findet. Und da finde ich zum Beispiel, finde ich das sehr cool, dass es Ask Source gibt, weil das ist so wie Baseball. Man kann einfach mal einen Curveball rüberschlagen und die Jungs schlagen nächstes Mal einen Curveball in die Richtung und Mädels. Und so finde ich das eigentlich auch recht gut und ich würde das auch
nicht gerne sehen wollen, dass jetzt diese, dass die Leute halt, sage ich mal, die Fanboys von da und die Fanboys von hier sich irgendwann auf dem Feld treffen und sich gegenseitig mit Liebe Besen machen. Liebe machen, also schlagen quasi, genau, mit der Fliegenklatsche. Das finde ich, das ist gar nicht die Intention. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass zwei Formate angeboten werden, weil wir sind nämlich im alternierenden Rhythmus zum Beispiel und das ist doch viel cooler. Man kann jede Woche was anbieten so. Ja. Und das finde ich persönlich ist klasse. Und zu dem Thema Konkurrenzdenken, hört auf. Also ich selber, ich hasse das, wenn Leute immer, aber die hat so viel Geld und der hat so viel Geld verdient. Das hat er doch gar nicht verdient. Ja, wenn ihr so viel Geld verdienen wollt, dann müsst ihr selber dafür arbeiten, sage ich immer. Und ich würd mir viel mehr Liebe wünschen. Würde ich mir wirklich sehr gerne. Dass man halt einfach mal ganz gemütlich schnacken kann und nicht auf so einem Event wie die Gamescom oder so, sondern einfach, dass man bei Twitter kurz mal schreibt und sich dann mal hört. So, das wäre viel, viel schöner. Sich mal austauscht, so über die ganzen Sachen. Twitch halt verbessern als Einheit. Dass man mal was vorträgt und sagt, hey Leute, bei Twitch und du rennst dann da mit 20, 30 Leute hin, die ein paar Viewer haben und sagen, wie wär's denn mal, wenn ihr die ganzen Booby-Cams endlich rausschmeißt und eure Regeln durchsetzt? Das wäre viel schöner, aber es ist ja nur so, dass der eine dem anderen wieder Kacke zuschmeißt und dann tweeft man ja so schön, ja? Man beeft über Twitter. Ja, so ist es heute. Aber also bei Astros ist alles cool, wie ihr ja gehört habt, ist alles in Ordnung. Nö, ich finde das ja auch gut. Außerdem, wie ihr auch schon gesagt habt, wir sind ja auch nicht die erste Talkshow hier auf Twitch oder der erste Podcast. Da gibt es auch Drop Frames oder wie sie nicht alle heißen. Genau. Die das im Prinzip auch so gemacht haben. Ich bin auch nicht der erste Streamer auf Twitch, der mit Greenscreen streamt. Ich bin auch nicht der erste Streamer mit einem DX Racer oder mit einem Mikrofon oder der Videospiele spielt auf Twitch. So, irgendwann gab es für alles mal den ersten und im Prinzip ist ja alles abgeguckt. Und Ja. wenn jetzt irgendwer ankommt hier von wegen, aber der hat das 2 Wochen später als der gemacht, dann wird 3 Wochen später noch wer anders kommen und das wieder nachmachen. Und so ist der Lauf der Dinge. So ist Jo. das. So sieht's aus. Ich glaube, Gibt es noch Fragen? eben, also, wenn ihr jetzt nichts habt, Leute, noch so auf der Seele, weil Twitter ist jetzt nämlich ausgelaufen, dann würden wir, glaube ich, mit dem abschließenden Satz der Liebe euch in die Heimat schicken, weil wir sind auch schon wieder eine halbe Stunde drüber. So lange wollten wir gar nicht. Wir haben uns wieder verschlattert. Aber das, was wir auf dem Zettel haben, ist durch. Jo. Bolo. YOLO Swag Digger läuft bei uns. Was sind unsere Ziele für die nächsten Jahre, fragt der Zivanon. Privat und auch für den Stream. Oh, das Ich ist eine gute. möchte, wenn ich das aufgreifen darf, ich möchte Twitch-Partner werden, um im nächsten Jahr auf der Gamescom Twitch-Partner-Party dabei sein zu dürfen. Das Das ist schaffst der du. einzige Grund. Der einzige Grund, warum ich Twitch-Partner. Ich möchte auf diese Party. Twitch-Partner zu werden, ist eine Sache, die fast unmöglich ist heutzutage. Twitch-Partner-Party ist mir doch egal. So, jetzt kann ich, wenn ich es schaffe, kann ich sagen, Sie haben gesagt, es ist unmöglich. Ja, genau. Ja, das, genau. Das wäre mein Ziel für ein Stream. Und privat? Mehr Stream. Ja, das wäre doch mal was. Hm, oder Ja. überhaupt mal wieder Stream. Aber es ist ja jetzt Winter, ne? Wer möchte von euch beiden? Ich glaube, Kalle, ich habe eben gerade schon sehr Ja. lange gequatscht. Privat gesund bleiben. Das ist ja in meinem Alter das Wichtigste mittlerweile. Gut, ich kokettiere immer mit dem Alter. Ich bin ja nun echt nicht Rentner, ja, aber das geht auch ganz einfach hier, weil die Masse halt doch 30 Jahre jünger ist als ich. Und deswegen geht das auch ganz gut. Für viele bin ich ja nun wirklich alt, ja. Für andere bin ich das noch bei Weitem nicht, weil ich bin erst 54. Aber trotzdem, gesund bleiben ist schon ein ganz wichtiger Faktor. Das ist, glaube ich, so eines der wichtigsten Ziele der nächsten Jahre. Und das wird schon schwer genug, glaube ich. Ja, und ansonsten privat, das ist eigentlich, denke ich, so, dass meine Frau auch gesund bleibt. Das würde ich genauso sehen. Das sind so meine persönlichen Ziele. Ansonsten geschäftlich, ja,
soll ruhig so weiterlaufen. Kann so laufen, ist okay. Und für den Stream. Ja, also ich würde schon ganz gern. Ich weiß das nicht so genau. Also auf der einen Seite würde ich ganz gerne die Viewerzahlen ausbauen. Auf der anderen Seite habe ich auch so ein bisschen. Das ist auch ein Punkt, worüber wir gar nicht gesprochen haben, aber der spricht damit, der fällt da gerade so mit rein jetzt. Mehr, ich finde persönlich, mehr Viewer bedeutet auch mehr Verantwortung. Mehr Druck, mehr, ich muss streamen und also ich bin ja nun kein Berufsstreamer und will das auch nicht werden, kann das auch nicht werden, weil ich die Zeit nicht habe. Und dreimal die Woche, das ist okay, und dann habe ich jetzt noch diesen vierten Termin, jeden zweiten Sonntag, das ist auch okay. Aber viel mehr ist für mich dann auch schon schwierig und das ist halt begrenzt. Also insofern, wenn ich so für den Stream, würde ich ganz gerne mal Partner werden, weil ich bin der Meinung, dass ich in einer Nische bin, aber ich glaube, das Ziel hat jeder Streamer, oder? Ich weiß auch nicht, warum eigentlich, aber es ist irgendwie so, man strebt danach. Ich bin in einer Nische, wo nicht viel mehr drin ist, als das, was ich raushole. Ich bin bei der Flugsimulation die Nummer 2 weltweit. Und irgendwas muss das doch bringen, denke ich mir. Und mal gucken. Und aber es ist halt wirklich eine ganz kleine Nische. Ich würde sagen, das ist so ein Ziel bei Twitch, weil sonst wüsste ich nicht, was ich bei Twitch für ein Ziel haben sollte. Also außer Partner zu werden. Meine Community soll glücklich bleiben. Also ich würde gerne, dass meine Community mir rechtzeitig sagt, wenn ich langsam versterbe, ja, sondern und ich glaube, das tun sie auch. Und ich bin total zufrieden, also und total glücklich mit den Leuten, die bei mir im Stream sind. Und das kann ich nur immer wieder betonen, das habe ich schon oft gesagt, aber es ist einfach auch so, ja, und das empfinde ich auch so. Und ich habe unheimlich viele Freunde und Menschen kennengelernt wegen dem Stream, ja, und das finde ich eine tolle Sache. Und deswegen ist es das auch wert, zu streamen und die Zeit zu opfern, wegen der Menschen, die man kennenlernt. Und die Doofen, ja, die bannt man halt, ne, die sieht man dann nicht. Ja, zu dir, Nils. Ich sag das, ich gebe mir so saloppe Antworten, wie ich möchte eine Freundin haben und Papa werden, aber... Ich werde Opa demnächst in 2-3 Wochen. Das freut mich. Spießer. Spießer? Also mein Ziel ist wirklich irgendwie mal nebenbei ein vernünftiges Privatleben zu haben. Also ich glaube, das ist also geregeltes zumindest. Das ist mein Ziel. Um nicht so weit zu greifen. Also mal geregelt quasi nicht immer alles so auf den letzten Drücker machen. Das wäre ganz, ganz nett. Das wäre mein Plan, ja. Das gehört eigentlich beides. Wie gesagt, mein Leben ist mein Stream. Also das wäre quasi beides in einem beantwortet. Was ich mir selber für Twitch wünschen würde, ich würde gerne, also mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde gerne wieder aktiver mit meinem Stream sein. Ich hatte gestern eine sehr lustige und schönes Gespräch über Superhelden und Helden generell, und das war echt klasse. Aber mir fehlen immer so ein bisschen die Ideen. Nach 2 Jahren ist man dann so, was Gesprächsthemen angeht, so ein bisschen ausgelaucht. Und ich suche so ein bisschen wieder die Interaktion mit dem Stream selber, die eigentlich schon gegeben ist, aber dieses Rumphilosophieren über nerdige Themen, wisst ihr, wie ich meine? Also das, was wir jetzt gerade auch machen halt. Wir unterhalten uns über nerdige Themen, und das sehr lange, und das würde mich sehr freuen. Und ansonsten, ich weiß es nicht. Also ich möchte einfach auch so wie bei dir, Garak, dass die Community einfach glücklich ist. Ja. Ich möchte einfach, dass die Leute so lange glücklich sind, wie ich das machen kann. Es ist ja dank euch auch die Leute, die jetzt quasi so noch zuschauen von uns. Ja, es ist wegen euch, darf ich das machen, und das bedeutet mir sehr viel, und ich würde es gern so lange machen, wie ich kann. Solange ihr mir das erlaubt, ja. Man ist ja quasi, oder wir alle drei sind ja auch abhängig von euch quasi als Zuschauer. Das sind meine Ziele. Ich meine, der Plankenstack ist ja quasi schon so ein Zwischenziel, ne? Ja, das haben wir erreicht. Wir haben uns ja schon ordentlich erweitert hier. Auf jeden Fall. Definitiv. Gar deine Kollegen kommen gerade geflogen bei mir. Die landen gerade. EasyNet, wa? Ja. Wahrscheinlich. EasyNet sag ich schon. EasyJet. Ja.
Aber ich würde sagen, wir kommen zum Ende, oder? Also Twitter ist ausgelaufen. Da könnt ihr übrigens, ja, mal so nebenbei gesagt, da könnt ihr die ganze Zeit, in den 2 Wochen, könnt ihr eigentlich Sachen reinschicken. Wir notieren das in unseren Superman-Heften. Ja? Hashtag Plankenschnack. Das ist kein Hashtag. Auch Raute genannt. Das ist kein Hashtag, das ist irgend so ein... Das haben wir alle im Blick hier in unserem Tweet-Deck. Da könnt ihr eigentlich alles reinhauen, was ihr wollt, an Fragen bei Twitter. Hashtag Plankenschnack. Ansonsten, Slabby, wie wäre es, wenn du dich mal verabschiedest, junger Mann? Tschüss. Das war klasse. Also emotional hast du mich mitgenommen auf einer Reise für ungefähr 0,1 Millisekunden und ich bin berührt. Dankeschön. Garak, bitte. Ich habe meine Momente. Aber manchmal ist kurz auch besser. In der Kürze liegt die Würze. Also der Urknall war kürzer, ne? Oder? That's what she said. Was? Ja, richtig. Insofern warst du ja doch schon wieder sehr langatmig, Slabby. so wie ich normalerweise. ja, danke fürs Zuschauen. Hat mich super gefreut heute wieder. Wir hatten super interessante Themen, finde ich. Und nächste Woche, in 2 Wochen wird es bestimmt genauso spannend und mit anderen Themen. Und ich freue mich total drauf. Und macht mehr in Twitter. Wir beantworten die Fragen gerne. Und bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Also ich würde mich auch freuen, wenn ihr mehr in Twitter unterwegs sein würdet, Leute. Twitter ist kein Geheimnis. Ich werde nachher, kein Geheimnis sage ich, ist kein Rocket Science. Bastet, Kartoffelkatze, übrigens nochmal vielen Dank für den Link. Den haue ich euch nachher mal raus, falls ihr mit Twitter nichts zu tun habt. Da könnt ihr euch mal so ein bisschen langsam ranfühlen an das Thema. Und haut raus, Leute. Fragt uns Sachen. Wir wollen ja auch, dass ihr mit eingebunden werdet in die Sendung. Und ihr tweet uns an. Ihr könnt auch da unten unter Garak und unter Slabby, da stehen ja auch die Twitter-Namen, da könnt ihr auch nachfragen, weil Facebook ist ja ausgestorben, das benutzt ja kaum noch einer. Falsch, ich habe Facebook. Ich hier. Auch, aber Facebook. Ich benutze das nicht. Benutzt ja auch noch Apple. Ja. Also die 3 Namen stehen unten drunter, da könnt ihr... Richtig, das ist auch noch wichtig, ne? Die Namen hier unter uns, das sind unsere Twitter-Namen, zumindest in meinem Fall. Ja. Mein Twitch-Name ist Slapstick, ohne das R. Ja. Bei mir ist das identisch, ich war schlau genug. Ja, bei Slapstick ist halt wieder alles durcheinander. Also bei mir ist es auch dasselbe. Da könnt ihr euch ist alles Slapstick. Ja. In diesem bei mir Sinne. Auch auf YouTube, YouTube, mein YouTube-Kanal heißt genauso, einfach Garak eingeben bei YouTube, kann nichts schief gehen, ich geb nur einen. Ja. Gut. Ist YouTube. Aber nur für Simulanten sinnvoll. Die anderen werden eher verstört wegrennen. Das findet man doch sowieso bei euch ja auch bei Twitter. Auf unseren Twitch-Seiten. Ja, genau. Eben. Okay, Leute. Wollen wir dann alle nochmal in die Kamera winken? Und dann würde ich sagen, lassen wir noch ein bisschen Musik laufen, Leute. Und ich komme gleich nochmal ins Teamspeak. Also ich weiß nicht, du auch, Slabby und Garak? Wir bin schon im Teamspeak. Also ja, ich bin nachher nochmal zu erreichen, Leute. Wir sind noch beide bei mir sozusagen für die Zuschauer, wenn einer noch privat quatschen will, da sind genug Channel, da bin ich nachher noch drin. Musik. Ja, ich werde auch noch in meinen Kanal gehen. Alrighty. Dann auf bald, Leute. Ich lasse noch kurz etwas Musik laufen. Vielen lieben Dank, dass ihr alle da waren. Gehabt euch lieb, beste Community auf Twitch. Das lasst euch sagen. Schön, dass ihr von Garak und Slabby auch hierher gefunden habt. Nächste Woche oder übernächste Woche. Nee, in 2 Wochen sind wir wieder da. Dieses Mal gibt es auch schneller noch ein paar oder vorher noch ein paar Tweets. Wir sind da ja immer ein bisschen neu, was das Promoten angeht. Schaut bei Garak vorbei. Hier, da neben mir bei Slabby. Und Dankeschön. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschö. Tschüss.